aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Der Krieg beginnt mit einer Legende. Als Kaiser Wilhelm II. Am 6. August 1914 zum deutschen Volk spricht, lenkt er von der deutschen Kriegsschuld ab. Die Treue zum Bündnisgenossen Österreich-Ungarn, der um sein Ansehen als Großmacht und um seine Ehre kämpfe, zwinge Deutschland in den Krieg. Der Feind nötige Deutschland und seinen friedliebenden Monarchen zu einem nicht gewollten Waffengang. Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Wilhelm II. In der Pose des Friedfertigen, umringt von Feinden, die ihm den Krieg aufzwangen. Doch wollte er den Krieg tatsächlich nicht? Die Vorgeschichte. Seit 1890 dreht sich das internationale Krisenkarussell und Deutschland streitet um seinen Platz unter den Großmächten, als Militärmacht, als Wirtschaftsmacht, als Kolonialmacht. Seit dem Ende der Bismarckschen Diplomatie ist Europa aufgeteilt in zwei Bündnissysteme. Die Entente mit Großbritannien, Frankreich und Russland auf der einen, der Dreierbund mit Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien auf der anderen Seite. Innenpolitisch spitzt sich die Lage fast überall zu. Der Klassenkampf verschärft sich. Bürgertum und Arbeiterschaft stehen sich feindlich gegenüber. Auch der Adel kämpft um seine bedrohte Vormachtstellung. Schließlich das Wettrüsten. Im Zuge der Industrialisierung werden immer wirksamere und teurere Waffensysteme entwickelt. Deutschland droht, diesen Wettlauf trotz aller Anstrengungen zu verlieren. In Berlin spielt man schon seit Jahren mit dem Gedanken an einen Präventivkrieg. Am 20. Mai 1914 notiert der Staatssekretär im Auswärtigen Amt von Jugo nach einem Gespräch mit Generalstabschef von Moltke: Die Aussichten in die Zukunft bedrücken ihn schwer. In 2 bis 3 Jahren werde Russland seine Rüstungen beendet haben. Die militärische Übermacht unserer Feinde wäre dann so groß, dass er nicht wüsste, wie wir ihrer Herr werden könnten. Jetzt wären wir ihnen noch einigermaßen gewachsen. Es blieb seiner Ansicht nach nichts übrig, als einen Präventivkrieg zu führen. Am 28. Juni 1914 wurde der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo ermordet. Es war der serbische Gymnasiast Gavrilo Princip, der die Schüsse abgab, die die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, wie der Erste Weltkrieg später genannt werden sollte, auslösten. Ein Augenzeuge berichtete: Und schon sah ich dann einen jungen Mann von weit, ich war so circa vielleicht 200 Schritte davon, in einer Seitengasse gedrängt und eine Menge Menschen vor mir, sah ich einen jungen Mann aufspringen von der Menge und einen Schuss, habe ich einen Knallen gehört, wie so einen einfachen Knall und gleich wieder einen anderen, einen zweiten Knall. Und da habe ich gesehen, wie der Erzherzog aufgesprungen ist im Auto. Aufgesprungen ist, in dem Moment hat er einen Schuss bekommen und ist zusammengesunken. Die Gemahlin ist nicht aufgesprungen, die ist schon sitzend, hat sie einen Schuss bekommen und ist umgefallen. Erzherzog ist aufgesprungen, hat bekommen einen Schuss in die Schlagader und stürzte auch zusammen. Gavrilo Princip ist Mitglied der Studentengruppe Mlada Bosna, Jungbosnien, die für die Befreiung Bosniens von Österreich-Ungarn kämpft, auch mit gewaltsamen Mitteln. Gegen 10.50 Uhr feuert er die tödlichen Schüsse auf Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gattin ab. Später gibt er seine letzten Gedanken davor zu Protokoll. Sollte ich schießen oder nicht? Ein sonderbares Gefühl veranlasste mich, dann doch auf den Thronfolger zu zielen. Und zwar vom Trottoir aus, wo ich stand. Es war keine Kunst, weil das Auto in der Kurve seine Fahrt verlangsamte. Ich war aufgeregt und weiß nicht, wen ich traf und ob ich überhaupt jemanden traf.
Österreich-Ungarn nutzt den Anschlag, um Serbien, das als Bedrohung für den Zusammenhalt des Vielvölkerstaates gilt, unter Druck zu setzen. Wien will den Krieg gegen Serbien, um den serbischen Nationalismus als Machtfaktor am Balkan auszuschalten. Allerdings fürchtet der greise Kaiser Franz Josef, Russland könnte den slawischen Brüdern beispringen. Er sucht Beistand in Berlin und bekommt von Wilhelm einen Blankoscheck. Was immer Wien unternehme, Deutschland werde es unterstützen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Die Regierung in Wien wollte den Krieg und nahm das Risiko, einen Weltkrieg auszulösen, in Kauf. Doch wollte auch Wilhelm den Krieg? Der Kaiser schwankt. Wie so oft ist er in den Julitagen des Jahres 1914 unschlüssig. Ein neuer Balkankrieg zur Stärkung des Bündnispartners? Ja. Krieg mit Russland, Frankreich, Großbritannien? Ohne den Blankoscheck für Wien wäre es nie dazu gekommen. Dennoch hat Wilhelm diesen, den großen Krieg, wahrscheinlich nicht gewollt, aber er hat ihn auch nicht verhindert. Während der Julikrise 1914 ist der deutsche Kaiser, wie die meisten Mitglieder seiner Regierung, im Urlaub. Reichskanzler Bethmann-Hollweg trifft in Berlin einsame Entscheidungen und treibt die Welt in den Krieg. Was ihn zu seiner Politik bewog, ob er bewusst in die Katastrophe steuerte, ist unter Historikern umstritten. Fest steht, dass Deutschland maßgebliche Schuld an der Entstehung des Ersten Weltkriegs trug. Am 28. Juli 1914 erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Am 30. Juli ordnet Zar Nikolaus II. Die Generalmobilmachung an. Britische Vermittlungsversuche, die plötzlich auch vom deutschen Reichskanzler unterstützt werden, scheitern an der starren Haltung Wiens. Am 1. August 1914 erklärt Deutschland Russland den Krieg und macht mobil. Herr Oberst, ich kann es mir in dieser schweren Stunde nicht versagen, im Namen der Stadt und ihrer Einwohner, unserem geliebten Regiment, Lebewohl zu sagen. Schwere Zeiten sind über uns hereingebrochen. Feinde ringsum. Nach 44 Jahren winkt man uns die Waffen in die Hand. Wie ein Mann hat sich Deutschland erhoben und freudig ziehen die Söhne unseres Volkes hinaus. Wir wollen einstimmen in den Ruf. Unser geliebtes Regiment. Hurra! 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 Aber nicht alle jubeln. Meist sind es nur junge Männer aus dem Bürgertum, die begeistert in den Krieg ziehen. Eine Mutter aus einem hessischen Dorf schreibt an ihren Sohn, der gerade seinen Wehrdienst ableistet. Mein liebes Kind, deinen Brief erhalten. Du weißt nicht, in was für einer Unruhe wir hier sind. Heute Mittag wurde geschellt, dass das 18. Armeekorps mobil gemacht hätte. Das war schon gestern Nachmittag hierher telefoniert worden, aber geheim. Was wird das für ein Elend geben, wenn Feindvolk ins Land kommt? Dann sind wir auch dran. Söhne dich doch mit Reinhard aus, wenn du kannst, und du bist morgen noch nicht fort. Tante Anna, ihr Gustav, muss Dienstag auch schon fort, tun, die neue Brücke zu bewachen. Du kannst dir das Elend denken, nun bekommt sie auch noch ein Kind. Albert und Gustav müssen doch auch fort, dann bekommen wir sie alle hierher. Du hättest nun vielleicht besser nicht gelernt. Es müssen auch sonst schon immer Leute fort. Solltest du nun fort müssen und wärst verwundet, so gib doch ein Lebenszeichen von dir, wenn auch von sonst jemand. Im Steinbruch ist ein Österreicher, der hat sich nicht gestellt. Da ist Sohns Otto und Urschels Theodor mit dem Revolver hin und wollten ihn wahrscheinlich holen. Also bitte, lieber Junge, schreibe gleich Nachricht. Und solltest du in Feindesland kommen, keine Gräueltaten verrichten, immer barmherzig, auch gegen den Feind. Denke, dass wir immer an dich denken und vergiss das Beten nicht. Gott allein kann uns helfen. Wenn du was nötig hast, schreibe, und auch wo du bist. Der Herr wolle es verhüten, dass es zum Ausbruch kommt. Muss schließen. So sei nun herzlich gegrüßt von deiner Mutter. Das Gefühl aber, überfallen worden zu sein, teilen fast alle Deutschen.
Der Kaiser kennt keine Parteien mehr. Auch die Sozialdemokratie bekennt sich zur Verteidigung des Vaterlandes und stellt sich hinter den Kaiser. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. »1900 hat Deutschland 56 Millionen Einwohner. 1914 schon 67,7. Die Lebenserwartung beträgt 40 bis 50 Jahre. Von 1900 bis 1904 sterben, trotz fortentwickelter Medizin, 320.000 Menschen an Cholera, Typhus und Grippe.« »Was ist Atom?« »Ein Apparat, der in hygienisch und technisch vollkommener Weise den Staub aus jedem Gegenstand entfernt.« Staubsaugerwerbung von 1906. Der Staubsauger Atom löst die von der Wissenschaft gestellte Aufgabe der Staubentfernung in vollkommener Weise. Der in dem luftdicht verschlossenen Behälter aufgesammelte Staub kann dann von Zeit zu Zeit in den Müllkasten geschüttet oder verbrannt werden. Die Zeit vor 1914, das Kaiserreich, erschien nach dem Krieg, als die alte Welt untergegangen war, als wohlgeordnet. Aber es war auch eine Zeit des Umbruchs, des Nebeneinander von Tradition und Moderne, von Reichtum und Armut, von Rückständigkeit auf dem Land und Lärm und Hektik in der Stadt. 1903 werden in Berlin durch Omnibusse, Straßenbahnen, Stadt- und Ringbahn 581 Millionen Personen befördert. Auf den Straßen sind Kutschen, aber auch immer mehr Autos. Das Gefühl für Raum und Zeit verändert sich. Der Einzelmensch hört auf, eine Größe für sich zu sein. Er gleicht einem Getreidekorn, das auf dem Gummiband durch das Lagerhaus gefahren wird. Friedrich Naumann, Pfarrer, Politiker und Publizist, 1911. Damit ändern sich die seelischen Zustände des Menschen. Das alte Ideal, für sich allein zu sein, verblasst und verkümmert. Alle Verhältnisse werden vom Gedanken der Organisation, das ist der Regelung der Menge, durchdrungen. Mit Freunden, die in Paris oder Rom Vorlesungen hören, verknüpft uns das Telefon. Im Münchner Hauptbahnhof harrt der Blitzzug, der auf den Brenner rauscht. Der Schriftsteller Heinrich Eduard Jakob. Und bald wird vielleicht der elektrische Fernseher erfunden sein. Dieser Traum der Liebe, durch den man aus dem Berliner November die Bläue des Ligurenmeeres sehen kann oder die Geliebte in einer fernen Stadt. Dampfschiff, Eisenbahn, Telegraph sind gleichsam heimatlos. Sie sind allen Klimaten und sonstigen geografischen Bedingungen zugänglich. Darum machen sie auch heimatlos, lösen vom Boden, geben innerhalb der Erdverhältnisse unendlichen Horizont. Der Historiker Karl Lamprecht, 1912. Trotz des unendlichen Horizonts, die Gesellschaft des Kaiserreichs ist von gläsernen Mauern durchzogen, die Klassen und Milieus trennen. Wie die Familie schlief? Fragt der SPD-Reichstagsabgeordnete Albert Südekum in den 1890er Jahren im Hinblick auf die Wohnverhältnisse der Arbeiter in den düsteren Mietskasernen der Großstädte. Mann und Frau in einem einzigen Bett. Die Kinder wurden auf ausgebreiteten Kleidungsstücken untergebracht und durften erst dann ins Bett kriechen, wenn Vater und Mutter, gewöhnlich vor 5 Uhr morgens, aufgestanden waren. Die kleinsten Kinder waren jeweils in einem Korbe, gelegentlich auch in einem halb aufgezogenen Schub der Kommode gebettet. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist auch auf dem Land groß. Mit 12 Jahren war ich von meinem Vater aus dem Haus geschickt worden. Ich sollte jetzt selber schauen, wo ich Futter für mein hungriges Maul herkriege. Ich ging zu einem der großen Bauern des Dorfes. Erinnerungen eines württembergischen Tagelöhners um 1910. Die Arbeit war hart. Es gab keine Maschinen. Die ganze Kornernte wurde noch mit der Sichel geschnitten. Morgens um 3 ging es hinaus aufs Feld.
Insgesamt haben sich, mit regionalen Unterschieden, die Lebensbedingungen in Deutschland seit Anfang des 19. Jahrhunderts allerdings verbessert. Dennoch grassiert im Bürgertum die Revolutionsfurcht. Das Ausmaß der gesellschaftlichen Ungleichheiten wird zunehmend als Problem wahrgenommen. 1848 war das Bürgertum noch für liberale Werte und Demokratie eingetreten. Nun schottet es sich nach unten zur Arbeiterklasse ab, ohne Einfluss auf die Macht im Staate zu haben. Es werde Licht. Die Jahrhundertwende wird von vielen Zeitgenossen als Übergang in ein neues technisches Zeitalter gesehen. Das Jahrhundert der Dampfkraft wird abgelöst vom elektrischen Jahrhundert. Die ersten Stromversorgungswerke entstehen 1882 in London und New York. Bald sind elektrisch beleuchtete Schaufenster auch in Paris zu sehen. Dort ist auf der Weltausstellung 1900 der Elektrizitätspalast eine der Hauptattraktionen. 5000 Glühlampen erzeugen die Illusion eines zweiten Sternenhimmels. Der Elektrizität wird fast alles zugetraut. Die Elektrizität wird jedem Einzelnen das Quantum Kraft liefern, das er für seine Zwecke braucht, schrieb die Frankfurter Zeitung schon 1891. Und dadurch befreit sie ihn aus der drückenden Knechtschaft des Großbetriebes und der Schablone. Die Zukunft scheint rosig, und doch droht fern am Horizont schon lange der Krieg. Deutschland treibt eine aggressive Politik und stellt sich gleichzeitig als Unschuldslamm dar, das nichts weiter will als den Platz an der Futterkrippe, der ihm als Großmacht zustehe. 5 Tage nach Kriegsbeginn bringt Wilhelm diese Haltung noch einmal zum Ausdruck. Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Die ersten Kriegstage verlaufen für die deutsche Armee durchaus nach Plan. Einem Plan, den der ehemalige Generalstabschef Alfred Graf von Schlieffen in seinen Grundzügen schon 1905 ersonnen hat. Schlieffen ging davon aus, dass bei einem Zwei-Fronten-Krieg die Armee des russischen Zaren nicht sofort einsatzbereit sein würde. Die Zeit soll genutzt werden, um an der Westfront Frankreich zu besiegen. Doch der Plan geht nicht auf. Mit 1,5 Millionen Mann zieht Wilhelms Armee zwar wie geplant, wenngleich völkerrechtswidrig, durch Belgien nach Frankreich, trifft dort aber auf unerwartet heftigen Widerstand. An der Marne kommt der deutsche Vormarsch zum Stillstand. Im Osten steht zur selben Zeit ein nur relativ kleines Heer von 170.000 Mann. Da kommen die Russen, schneller und stärker als erwartet. Wie eine Dampfwalze rollen die Truppen des Zaren, etwa 650.000 Mann, in Richtung Berlin. Die Kosaken kommen, hallt der ängstliche Ruf der Menschen durch Ostpreußen. In heller Panik fliehen sie Richtung Westen. Der Krieg an der Ostfront droht schnell in einem Fiasko zu enden. Währenddessen lebt Paul von Hindenburg seit 1911 in Hannover im Ruhestand. Zuletzt war er kommandierender General des 4. Armeekorps in Magdeburg. Inzwischen ist er zwar fast 67 Jahre alt, doch sehnsüchtig wartet er auf ein Zeichen aus Berlin. Der Soldat in mir wurde in seiner nunmehr alles beherrschenden Kraft wieder lebendig. Würde mein Kaiser und König meiner bedürfen? Gerade das letzte Jahr war ohne eine amtliche Andeutung dieser Art für mich vorübergegangen. Jüngere Kräfte schienen ausreichend verfügbar. Ich fügte mich dem Schicksal und blieb doch in sehnsuchtsvoller Erwartung.
schrieb Paul von Hindenburg später in seinem Buch »Aus meinem Leben«. Am 22. August 1914, gegen 15 Uhr, erhält er endlich das Telegramm, das er herbeigesehnt hat. Seine Antwort ist knapp. »Bin bereit.« An Hindenburgs Seite steht Generalmajor Ludendorff. Gemeinsam wenden sie das Blatt und sorgen für den ersten großen deutschen Sieg im Weltkrieg, dem an der Ostfront weitere folgen werden. Soldaten der 8. Armee, die vieltägigen heißen Kämpfe auf den weiten Gefilden zwischen Allenstein und Neidenburg sind beendet. Ihr habt einen vernichtenden Sieg über 5 Armeekorps und 3 Kavalleriedivisionen errungen. Mehr als 90.000 Gefangene, ungezählte Geschütze und Maschinengewehre, mehrere Fahnen und viele sonstige Kriegsbeute sind in unseren Händen. Die geringen, der Einschließung entronnenen Trümmer der russischen Narew-Armee fliehen nach Süden über die Grenze. Die russische Wilner-Armee hat von Königsberg her den Rückzug angetreten. Fortan war Paul von Hindenburg der Held von Tannenberg. Und die deutsche Propaganda nutzte die russische Offensive, um den Defensivcharakter des Krieges hervorzuheben. Es gelte, das Vaterland vor den russischen Horden zu schützen. Das war Hindenburg bei Tannenberg und in den nachfolgenden Schlachten triumphal gelungen. An der Heimatfront entstand ein wahrer Kult um Hindenburg, den Retter Ostpreußens, den Russenschreck, den Retter des Vaterlandes. Kitsch und Tann trug seinen Namen und sein Bild. Straßen und Plätze wurden nach ihm benannt. Mit hölzernen Hindenburg-Statuen wurde für Kriegsanleihen geworben. Weihnachten 1914. Die Waffen schweigen, fast an der ganzen Westfront. Von der Nordsee bis in die Schweiz. We not shoot, you not shoot. Es gibt Fotos von dieser besonderen Waffenruhe, bei der sich die feindlichen Soldaten im Niemandsland trafen, um Geschenke auszutauschen, um sich zu unterhalten, um gemeinsam zu feiern, ja sogar um Fußball zu spielen. Um 9 Uhr abends werden die Bäume angesteckt. Und aus mehr als 200 Kehlen klingen die alten deutschen Weihnachtslieder. Dann setzen wir die brennenden Bäume ganz langsam und sehr vorsichtig oben auf die Grabenböschung, schrieb ein deutscher Soldat nach Hause. Ein Foto, grau in grau, dokumentiert die Verbrüderung sächsischer und britischer Soldaten, aufgenommen nahe dem belgischen Ypern, einem erbittert umkämpften Frontabschnitt. Die Soldaten sind müde, erschöpft und desillusioniert. Junge Gesichter, in denen nichts mehr von der Kriegsbegeisterung zu sehen ist, mit der sie im August in den Krieg gezogen sind. Auf beiden Seiten herrschte eine Stimmung, dass endlich Schluss sein möge. Wir litten doch alle gleichermaßen unter Läusen, Schlamm, Kälte, Ratten und Todesangst, schrieb ein britischer Soldat in die Heimat. Ein anderes Foto. Deutsche und britische Offiziere, die gemeinsam in die Kamera blicken, ein seltener Moment. Meist geht die Initiative zur Verbrüderung von einfachen Soldaten oder Unteroffizieren aus. Höhere Offiziere erfahren davon erst mit Verspätung, müssen erst an die Front fahren, um zu sehen, was auch später in der Heimat kaum jemand glauben will. Heiligabend 1914. Einzelne Soldaten machen sich unbewaffnet auf den Weg durchs Niemandsland, bitten um einen Waffenstillstand, um die Gefallenen begraben zu können. So beginnt an vielen Stellen die Fraternisierung von unten. Es war richtig voller Menschen. Sie tauschten Geschenke aus, die sie aus ihren jeweiligen Ländern bekommen hatten. Fast überall an der Westfront ähnliche Szenen. Vor allem zwischen Deutschen und Briten, seltener zwischen Deutschen und Franzosen. Die Soldaten sind des Tötens müde. Falls wir schießen mussten, sprachen wir ab, sollte zunächst in die Luft geschossen werden. Vorherrschend war das innere Gefühl, und das spürten wir bei den anderen eben auch. Macht Schluss. Was ich vor ein paar Stunden noch für Wahnsinn hielt, konnte ich jetzt mit eigenen Augen sehen.
Zwischen den Schützengräben stehen die verhassten und erbitterten Gegner um den Christbaum und singen Weihnachtslieder. Diesen Augenblick werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Weihnachten 1915 wiederholt sich das Wunder an einzelnen Frontabschnitten. Von Weihnachten 1916 sind keine Verbrüderungen mehr bekannt. Das Kriegsjahr 1915 beginnt, wie das alte Jahr zu Ende ging. Stellungskrieg an der Westfront. Der deutsche Angriff steckt nach wie vor in Nordfrankreich und vor allem im belgischen Flandern fest. In Flanders fields the poppies blow, between the crosses, row on row, that mark our place. And in the sky the larks still bravely singing fly, scarce heard amid the guns below. Flandern zu Ostern 1915. Der kanadische Arzt John McCrae kritzelt nach der Schlacht bei Ypern ein Gedicht in sein Notizbuch, das später im britischen Punch Magazine veröffentlicht und ungeahnte Wirkung haben wird. In Flanders Fields. We are the dead. Short days ago we lived, felt dawn, saw sunset glow, loved and were loved, and now we lie in Flanders fields. Im September 1914 war der deutsche Vorstoß an der Marne zum Stillstand gekommen. Die deutsche Generalität hatte den Traum vom schnellen Sieg über Frankreich begraben müssen. Nur in Belgien, von Deutschland ohne Kriegserklärung überfallen, ging es noch voran. Bis November waren Antwerpen, Brügge und andere belgische Städte in deutscher Hand. Doch bei Ypern wurde der deutsche Angriff am 3. November gestoppt. Ein langer Stellungskrieg drohte. John McCrae ist Angehöriger der kanadischen Streitkräfte, die in Flandern an der Seite Großbritanniens kämpfen. Im April 1915 versucht Deutschland, die Initiative zurückzugewinnen. Die 4. und 6. Armee sollen bei Ypern den Durchbruch erzwingen. Jedes Mittel ist der deutschen Führung recht. In Deutschland hatte der renommierte Chemiker Hans Haber schon seit Kriegsbeginn an der Entwicklung völkerrechtlich verbotener chemischer Kampfstoffe gearbeitet. Zunächst war an einen praktischen Einsatz nicht gedacht worden. Als der Krieg aber nicht den erhofften Verlauf nahm, änderte Kriegsminister Falkenhayn seine Meinung. Die Generäle zögerten zunächst, doch... Ich muss gestehen, dass die Aufgabe, die Feinde vergiften zu sollen, wie die Ratten, mir innerlich gegen den Strich ging, wie es wohl jedem anständig fühlenden Soldaten so gehen wird. Aber durch das Giftgas konnte vielleicht Ypern zu Fall gebracht werden, konnte ein feldzugentscheidender Sieg errungen werden. Vor solchem hohen Ziel mussten alle inneren Bedenken schweigen, notierte der kommandierende General des 6. Armeekorps, Berthold von Deimling, später in seinen Memoiren. Am 22. April 1915 greifen die Deutschen zum ersten Mal eine britische Stellung mit dem von Haber entwickelten Chloringas an. Die Briten sind völlig unvorbereitet. 10.000 Soldaten sterben in den Giftgasschwaden. Der entscheidende Durchbruch gelingt den deutschen Truppen dennoch nicht. Als die Ypern-Offensive am 25. Mai 1915 zu Ende geht, sind 35.000 Deutsche gefallen. Die alliierten Verluste sind etwa doppelt so hoch. Orte sind ausradiert, Straßen und Brücken zerstört, Bauernhöfe vom Erdboden verschwunden, die Landschaft ist verwüstet. Die Erde von Flandern ist blutdurchtränkt. Nur eine Pflanze überlebt die Verwüstung und blüht sogar noch auf Schlachtfeldern und zwischen den unendlichen Reihen schlichter Holzkreuze auf. Der Klatschmohn. Poppies. Der kanadische Arzt John McCrae verliert bei dem deutschen Angriff seinen besten Freund. Voller Trauer schreibt er sein Gedicht über die Felder von Flandern, wo der Klatschmohn blüht und den Verzweifelten die Hoffnung gibt, dass das Leben dennoch weitergeht. Take up our quarrel with the foe.
To you from failing hands we throw the torch, be yours to hold it high. If ye break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow in Flanders fields. Nach Kriegsende wurden die Poppies dank der Veröffentlichung des Gedichtes von John McCrae in der englischsprachigen Welt zum Symbol für den Ersten Weltkrieg. Am 11. November 1921 wurde in England zum ersten Mal in Erinnerung an das Kriegsende der Poppy Day gefeiert. Und noch heute ist es in Großbritannien und Kanada üblich, sich an jedem 11. November, dem Remembrance Day, eine Mohnblume aus Papier ans Revier zu heften, um derer zu gedenken, die im Großen Krieg ihr Leben ließen. Nie zuvor sind so viele Menschen in den Krieg geschickt worden. Nie zuvor sind die Gesellschaften in Europa so sehr für den Krieg mobilisiert worden. Der Erste Weltkrieg ist der erste totale Krieg der Weltgeschichte. Wichtiger denn je ist die Propaganda, um die Unterstützung der Massen an der Front und in der Heimat zu sichern. Um die Angst vor den Gegnern zu schüren, werden ihnen Gräuel angedichtet und es werden Gerüchte gestreut. So verbreitet die deutsche Propaganda Angst vor den sogenannten Franc-Tireur. Franc-Tireur verstand man Freischärler in Zivil, Männer und Frauen jeden Alters, die unsichtbar aus dem Hinterhalt Soldaten angriffen oder sie gefangen nahmen und ermordeten. Sie hätten, so die in der Truppe verbreiteten Gerüchte, Soldaten in den Dörfern zunächst freundlich und friedlich empfangen, dann aus dem Hinterhalt beschossen, vergiftet und sogar verstümmelt. Die deutschen Soldaten reagierten nervös und unkontrolliert. Schüsse lösten Panik aus. Die Soldaten schossen wild um sich, auch auf eigene Kameraden. Man lastete dies den Franc-Tireur an, erschoss willkürlich die Bewohner der besetzten Dörfer und Städte oder trieb sie in ihre Häuser und steckte sie in Brand. Offiziere befahlen zur Abschreckung, Geiseln zu erschießen. Ihr Belgier, habt unseren Soldaten die Nasen, Ohren, Augen und Finger abgeschnitten. Dafür werdet ihr erschossen. Soll ein deutscher Offizier laut eines späteren belgischen Untersuchungsberichtes gerufen haben. Auch der Kaiser glaubt den Gerüchten. Soldatenzeitungen schüren Ängste. Briefe von Soldaten belegen die Furcht und offizielle Bekanntmachungen schüren sie weiter. Einwohner, wir führen nur Krieg gegen die feindliche Armee und nicht gegen die Einwohner. Trotzdem sind die deutschen Truppen häufig durch Personen angegriffen worden, die nicht zur Armee gehören. Man hat die scheußlichsten Grausamkeiten nicht nur an unseren Truppen, sondern auch an unseren Verwundeten und Ärzten verübt, die sich unter dem Schutz des Roten Kreuzes befinden. Als Strafmaßnahmen werden Hinrichtungen von Geiseln sowie die Zerstörung von Dörfern angedroht und durchgeführt. Recherchen von Historikern in den Archiven verschiedener Länder ergaben später, dass es größere Aktivitäten von Franc-Tireuren nicht gegeben habe. Aber mehr als 6.500 Zivilisten kamen beim deutschen Einmarsch in Belgien ums Leben, unter ihnen Jugendliche, Priester, Frauen. Zehntausende flohen vor den deutschen Truppen nach Holland und Frankreich. Tausende wurden zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert. Dörfer wurden niedergebrannt, systematisch geplündert, große Teile der alten Universitätsstadt Löwen zerstört. Die Bibliothek der Stadt ging in Flammen auf, ebenso die Kathedrale. Die gegnerische Propaganda macht sich die deutschen Kriegsgräuel zunutze. Abbildungen von einem Jungen, der mit einem Holzgewehr in der Hand hingerichtet wird, von abgetrennten Brüsten, von aufgeschlitzten Frauenleibern, aus denen die Gedärme hervorquellen, von einem kleinen Mädchen, das seine abgeschlagene Hand beerdigt. Immer wieder abgetrennte Hände, Füße, Finger.
massenpsychologisch wirksam inszenierte Schreckensbilder, die man in Belgien kannte. Ähnliche Grausamkeiten wurden den belgischen Kolonialtruppen in Afrika vorgeworfen und konnten nun kollektiv entlasten, indem sie den deutschen Besatzern vorgeworfen wurden. Die deutsche Propaganda greift auf ähnliche Motive zurück. Ein Franc-Tireur im Arztkittel mit rotem Kreuz, der den abgeschlagenen Kopf eines deutschen Soldaten in der Hand hält. Russische Soldaten, die in Ostpreußen vergewaltigen, plündern, morden. In Deutschland melden sich am 4. Oktober 1914 Intellektuelle mit einem Aufruf an die Kulturwelt zu Wort. An die Kulturwelt. Wir, als Vertreter deutscher Wissenschaft und Kunst, erheben vor der gesamten Kulturwelt Protest gegen die Lügen und Verleumdungen, mit denen unsere Feinde Deutschlands reine Sache in dem aufgezwungenen, schweren Daseinskampfe zu beschmutzen trachten. Es ist nicht wahr, dass Deutschland diesen Krieg verschuldet hat. Es ist nicht wahr, dass wir freventlich die Neutralität Belgiens verletzt haben. Es ist nicht wahr, dass eines einzigen belgischen Bürgers Leben und Eigentum von unseren Soldaten angetastet worden wäre, ohne dass die bitterste Notwehr es gebot. Denn wieder und immer wieder, allen Mahnungen zum Trotz, hat die Bevölkerung sie aus dem Hinterhalt beschossen, Verwundete verstümmelt, Ärzte bei der Ausübung ihres Samariterwerkes ermordet. Karl Kraus bezeichnete den Aufruf später als geistigen Kriegsbeginn. Die 93 Intellektuellen hätten keine Lüge gescheut, um darzutun, dass Deutschland verleumdet werde. Schriftsteller, Philosophen, Ökonomen, Naturwissenschaftler und Künstler unterschreiben. Sie präsentieren sich als Vertreter des deutschen Kulturvolkes. Es ist nicht wahr, dass unsere Kriegsführung die Gesetze des Völkerrechts missachtet. Im Osten aber tränkt das Blut der von russischen Horden hingeschlachteten Frauen und Kinder die Erde, und im Westen zerreißen die Dum-Dum-Geschosse unseren Kriegern die Brust. Sich als Verteidiger europäischer Zivilisation zu gebärden, haben die am wenigsten das Recht, die sich mit Russen und Serben verbünden und der Welt das schmachvolle Schauspiel bieten, Mongolen und Neger auf die weiße Rasse zu hetzen. Es ist nicht wahr. Die 93 deutschen Intellektuellen folgen dem Rassismus der völkischen Bewegungen, stilisieren den Krieg als Kulturkampf, präsentieren den Militarismus als Schutz der deutschen Kultur und beenden den Aufruf damit, dass dem deutschen Kulturvolk und Ihnen als Repräsentanten das Vermächtnis eines Goethe, eines Beethoven, eines Kant ebenso heilig ist wie sein Herd und seine Scholle. Karl Kraus bemerkte: Man delektiert sich allerorten am Glück der Lüge. Vollends der Lüge, der ihr das Hochgefühl einer kulturellen Verantwortung verschafft. Tagebuchaufzeichnungen, Briefe, Publikationen belegen, dass der Aufruf an die Kulturwelt die Zweifel vieler Intellektueller zerstreute und dass er auch die deutsche Zivilbevölkerung erreichte, die vom Kriegsverlauf enttäuscht war. Die deutschen Truppen werden in Belgien zurückgeschlagen. Der verlustreiche Stellungskrieg fängt an. 1915 beginnt die Bevölkerung unruhig zu werden. Der Krieg hat zunehmend Auswirkungen auf das Leben in Deutschland. Die Reallöhne sinken, die Preise für Lebensmittel steigen, die Steuern ebenso. Die wehrfähigen Männer scheiden aus der landwirtschaftlichen Produktion aus. Mit Lebensmitteln werden vorrangig die Soldaten versorgt. Die Seeblockade zeigt Wirkung. Massiv wird für Kriegsanleihen geworben. Bereits 1915 kommt es zu ersten Unruhen und Protesten wegen der schlechten Versorgungslage. Ein Jahr später steht in einem Flugblatt: Was kommen musste, ist gekommen. Der Hunger. In Leipzig, in Berlin, in Charlottenburg, in Braunschweig, in Magdeburg, in Koblenz und Osnabrück. An vielen anderen Orten gibt es Krawalle der hungernden Menge vor den Läden mit Lebensmitteln. An der sogenannten Heimatfront bröckelt es. In den Städten kommt es zu spontanen Protesten und organisierten Massendemonstrationen. In Deutschland sterben in den Kriegsjahren etwa 800.000 Menschen, sterben an Mangel und Unterernährung. Aluminium, Kupfer, Messing, Nickel, Zinn ist genug im Lande. Gebt es heraus, das Heer braucht es. Im Anschluss an die Tatsache, dass jetzt die Kirchenglocken abgenommen
und zu Munitionszwecken eingeschmolzen werden, möchte ich noch Verschiedenes schildern, was sich so allmählich während des Krieges eingeführt hat und was einem wahrscheinlich später ganz unglaublich vorkommen wird. Übrigens sind die Kirchenglocken nicht das erste Metall, das in verarbeitetem Zustand eingezogen wird. Geräte aus Kupfer und Zinn haben schon längst daran glauben müssen. Jetzt kommen die Blitzableiter dran. Und vorige Woche habe ich mein ganzes schönes Aluminium-Kupfergeschirr abgeben müssen. 71 Stück sind mir enteignet worden. Ich habe für das Kilo 13 Mark Entschädigung bekommen, was bei dem leichten Gewicht des Aluminiums wenig ist. Ich habe dadurch einen Schaden von ungefähr 3.400 Mark und meine Küche ist fast leer, da es schwer ist, Ersatz in Emaillegeschirr zu bekommen. Das Kriegstagebuch einer Dresdnerin aus begütertem Haushalt besteht, wie so viele andere dieser Zeit, aus eingeklebten Zeitungsausschnitten und eingestreuten handschriftlichen Eintragungen. Viele Menschen stellen auf diese Art eine private Chronik der Kriegsjahre zusammen. Es ist eine Zeit, die sie für die Erinnerung festhalten wollen. Die Dresdnerin zieht am 28. Mai 1917 ihre Bilanz. Neben den Meldungen vom Ergebnis des Unterseebootkriegs bis Ende April notiert sie: Eine große Rolle im täglichen Leben spielen die Lebensmittelmarken und Bezugsscheine. Seit Februar 1915 gibt es Brot- und Milchscheine. Dann kamen von April 1916 ab die Fleischmarken, auf die es pro Person in der Woche ca. 1 Pfund Fleisch gibt. Brot bekommen wir seit April 1917 nur 3 Pfund pro Person in der Woche. Butter gibt es in 4 Wochen pro Person 3/8 Pfund. Das Pfund kostet 3 Mark. Zucker bekommt man für 18 Tage 1 Pfund pro Person. Milch bekommen nur Kinder unter 8 Jahren und Kranke. Kartoffeln, Eier, Seife werden nur noch auf Marken verteilt. Kleider, Schuhe, Strümpfe gibt es nur auf Bezugsschein, ebenso Wäsche. Mehr als 2 Hemden, 3 Paar Strümpfe, 2 Paar Schuhe werden nicht zugebilligt. Kaninfelle abliefern, an Händler und Zuchtvereine. Das Heer braucht sie. Der Erste Weltkrieg ist nicht nur ein Krieg der Heere, er ist ein Krieg der Nationen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts ist der Nationalismus in beinahe allen europäischen Völkern zur herrschenden Bewegung geworden. Im Krieg ist die Nation zu einem Kampfbund zusammengeschweißt. Jede Nation will sich abgrenzen von der anderen. Und das fängt in der Sprache an. Man soll national denken, national singen, national sprechen. Ein kleines Vorstadtcafé in der Nähe des Westbahnhofs, das Café Westminster hieß, damit sich die ankommenden Lords so gleich wie zu Hause fühlten, heißt jetzt Café Westmünster. Das ist ein rührender Beweis für den guten Willen, die Notwendigkeiten der veränderten Zeit zu erfassen. Karl Kraus notiert für seine Fackel zahlreiche Beweise solch guten Willens. Material hat er genug. Zigarettenmarken werden nach dem August 1914 vermehrt eingedeutscht. Früher klangvolle Namen mit Assoziationen zu englischer Lebensart scheinen angesichts der aktuellen Politik des perfiden Albion wenig verkaufsfördernd. So heißt die House of Lords genannte Marke bald Herrenhaus. Und der Duke of Edinburgh findet sich als Flaggengala wieder. Selbst das mondäne Gibson Girl, eine Marke für die modisch extravagante und emanzipierte Frau, sucht in dem nun ebenfalls schwarz-weiß-roten Rahmen patriotischer Gesinnung und unter dem Namen Manoli-Wimpel seine Käuferinnen. Was vor Beginn des Ersten Weltkriegs guten Klang besaß, konnte ihn seit dem August 1914 angesichts öffentlich demonstrierter vaterländischer Begeisterung leicht verlieren. Schließlich war es die Zeit der patriotischen Lieder und Hymnen. Auch sie waren nicht immer frei von Nebentönen. Gott save our Lord, the King, long live our noble King, Gott save the King, send him victorious, happy and glorious, Herrscher des Vaterlands, Heil!
God Save the King und Heil dir im Siegerkranz, dieselbe Melodie. Doch nicht nur die englische und die preußische Hymne klingen gleich. Die Komposition von Henry Carey, der von 1687 bis 1743 lebte, war ein ausgesprochen erfolgreiches Stück. Zu seinen Tönen wurden im 19. Jahrhundert zahlreiche Hymnen gedichtet. Deutsche Bundesstaaten, aber auch die Schweiz griffen auf Careys Melodie zurück. Der Nationalstolz, oft klang er gleich. Das kann einer Zeit, in der Mann spricht Deutsch zum Motto von Professoren, Dichtern und Restaurantbesitzern wird, leicht zum Ärgernis werden. Bevor die Filets Wellington oder à la Chateaubriand gänzlich aus der Lebenswirklichkeit selbst gutbürgerlicher Kreise verschwinden, in Deutschland spätestens im berüchtigten Steckrübenwinter 1916-17, eliminieren die Wirte ihre Namen von der Speisenkarte. Dort firmieren sie nun im Sinne der Augustbegeisterung als Lendenstücke wechselnden neuen Namens. Aus dem Ragout wird das Mischgericht, aus der Sauce Hollandaise die Holländertunke, der Grillruhm verwandelt sich in den Rostraum. Doch Heil dir im Siegerkranz klingt weiterhin nach God Save the King. Bis Philipp Gretscher sich daran macht, der preußischen Hymne eine deutsche Melodie zu verschaffen. 1915 veröffentlicht er bei Eugen Diederichs in Jena 4 Kriegslieder. Darunter auch eine Neuvertonung von Heil dir im Siegerkranz, ganz im Geiste der Tradition des deutschen Kunstliedes. Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Vaterlands, Heil Kaiser dir, fühl in des Thron. Riesige Heere bestimmen das Geschehen dieses Krieges. Die Soldaten graben sich in die Erde ein und schießen aus allen Rohren. Die Marine spielt in diesem Krieg eine relativ geringe Rolle. Dabei hat die Aufrüstung Kaiser Wilhelms zur See entscheidend zu dem Wettrüsten beigetragen, das schließlich in den Weltkrieg mündete. Im Frühjahr 1916 kommt es dann doch noch zu einer großen Seeschlacht. Längst ist die Kriegsbegeisterung des Jahres 1914 in Missmut umgeschlagen. Und die Deutschen fragen sich, warum tut die Marine nichts? Des Kaisers liebstes Spielzeug, unsere so teuer bezahlte Kriegsflotte. Weshalb wird sie nicht auch in Europa eingesetzt? Hatte der deutsche Kreuzer Emden nicht im Indischen Ozean 22 britische Schiffe vernichtet, bevor er selbst torpediert wurde und sank? War es den U-Booten nicht gelungen, zahlreiche Handelsschiffe des Feindes zu versenken und so seinen Nachschub empfindlich zu stören? Die Antwort auf all diese Fragen lautet: Der deutschen Marine sind Fesseln angelegt, unsichtbare Ketten. Die britische Flotte, die Grand Fleet, beherrscht die Nord- und Ostsee. Jedem Schiff der kaiserlichen Marine, das sich aus den schützenden Häfen herauswagt, droht der Untergang. Deshalb liegen die Schiffe seiner Majestät untätig in der Heimat. Das will die deutsche Admiralität ändern. Die ruhmreiche deutsche Marine wird den feindlichen Geschwadern die Stirn bieten, sie vernichten und die Seehoheit Deutschlands herstellen. Mit diesem Ziel drängt die Admiralität zu einer Entscheidungsschlacht und befiehlt am 30. Mai 1916 dem auf der Reede vor Wilhelmshaven liegenden 3. Geschwader das Auslaufen. Zu dem Geschwader gehört auch seiner Majestät Schiff Kaiser, auf dem der Artilleriemechaniker Fritz Gruber dient. Die Kaiser hat 10 großkalibrige Schnellfeuerkanonen und 22 kleinkalibrige Kanonen. Der Matrose Fritz Gruber versieht seinen Dienst im Geschützturm Dora auf dem Achterdeck. Seinem Tagebuch verdanken wir Einzelheiten über die einzige große Seeschlacht des Ersten Weltkrieges am Skagerrak, dem nordöstlichen Teil der Nordsee zwischen Jütland und Norwegen. Kurz nach 7 Uhr abends wird der Anker gelichtet und das Geschwader fährt in Kiellinie hinaus. Das Wetter ist schlecht, es ist neblig und Regen kommt auf. Fast die gesamte Heimatflotte des Kaiserreichs bewegt sich an Helgoland vorbei zur dänischen Küste. Wir dachten, vielleicht ein paar englische Kreuzer oben im Norden anzutreffen. Am 31. Mai 1916 ist Fritz Gruber gerade dabei, sich mit 3 anderen Matrosen beim Schafskopp die Zeit zu vertreiben, als der Wachhabende auf Deck Alarm schlägt
Und das Kommando ertönt: Klar, Schiff zum Gefecht! Alle Mann antreten auf Gefechtsstationen! Nun stand ein jeder auf seinem Stand. Auf der Stelle, wo man durch seine Tätigkeit mit zum Siege hilft, aber auch dem Tod fürs Vaterland unterlegen ist. So schreibt Fritz Gruber in seinen Tagebucherinnerungen. Die Oberkommandierenden der beiden feindlichen Schiffsgeschwader glauben zunächst, mit der eigenen starken Übermacht auf nur schwache Kräfte des Gegners zu stoßen, die bald vernichtet werden könnten. Rasch erweist sich das als Irrtum. Die Deutschen schicken 16 Großkampfschiffe in die Schlacht, die Briten 24. 48 Stunden dauert das Gefecht, das sich zur größten Seeschlacht der Geschichte entwickelt. Dann das Kommando. Salve, feuern! Der Turm bebte unter dem Druck der abgefeuerten Geschosse. Einige Sekunden verstrichen, dann wurde wieder geladen. Die erste Salve ging zu weit, Entfernung 18.000 Meter. Salve, feuern! Die Salve saß dicht am Kreuzer, dann kam die dritte. Durch unsere Schnelligkeit waren wir bis auf 16.000 Meter herangekommen. Die Salve krachte. Gleich darauf kam die Meldung herunter. Unser Ziel steht in Flammen. Ein jeder auf unserem Schiff stieß wohl einen Freudenschrei aus. Nach einigen Sekunden gab es einen Knall. Wir hatten einen Treffer erhalten. Darauf trat dumpfe Stille ein. Das zweitägige Seegefecht am Skagerrak kostete 2.551 Deutsche und 6.094 britische Matrosen das Leben. Die britische Marine verlor 14, die deutsche 11 Schiffe. Trotz dieser hohen Verluste hatte keine Seite das angestrebte Ziel erreicht. Der Grand Fleet ist es nicht gelungen, die deutsche Marine vollständig auszuschalten. Aber auch die kaiserliche Admiralität hat die Seehoheit Deutschlands nicht erringen können, die Überlegenheit der britischen Flotte also nicht gebrochen. Deshalb verzichtet sie im Fortgang des Krieges auf jeden Versuch, den Gegner auf dem Meer zu stellen und führt den Seekrieg in der Nordsee vor allem mit Minen und U-Booten. Propagandistisch feiern beide Staaten die unentschiedene Schlacht am Skagerrak als großartigen Sieg ihrer Marine. In Deutschland wird das Gefecht zum Mythos eines glänzenden Waffenganges verklärt. Die unentschiedene Schlacht vom Skagerrak heißt offiziell nur noch der Ruhmestag der deutschen Flotte. Februar 1916 in einem Kriegsgefangenenlager bei Chemnitz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Bis 1000 zählt der Kriegsgefangene aus Tschuwaschien. Aufnahmeleiter Adolf Dirr steht zu seiner Rechten und stützt ihm mit einer Hand den Nacken, damit er geradewegs und ohne größere Kopfbewegungen in den Aufnahmetrichter des Grammophons spricht. Der Münchner Völkerkundler Dirr war einer von insgesamt 30 Mitarbeitern der im Oktober 1915 eingesetzten Königlich-Preußischen Phonographischen Kommission. Unter der Leitung des Tonpsychologen Karl Stumpf besuchten die Anthropologen, Sprach- und Musikwissenschaftler der Kommission bis zum Dezember 1918 insgesamt 175 Kriegsgefangenenlager und nahmen 250 verschiedene Sprachen und Dialekte auf. Es entstand ein akustisches Archiv von 1650 Schellackplatten und 1022 Wachswalzen. Ma berger, i coneixes ma bergerun, i coneixes ma bergerun. Meine Schäferin, gesungen im südfranzösischen Dialekt Bernais im Kriegsgefangenenlager Dürotz im Osthaffelland. 1916 aufgezeichnet von dem Schweizer Romanisten Heinrich Morf. Der Berliner Musikwissenschaftler Georg Schünemann koordiniert die musikalischen Aufzeichnungen mit dem Fotografen. Der Sprachforscher Wilhelm Dögen ist für die Sprachaufnahmen mit dem Grammophon verantwortlich. Dögen ist der Urheber des Projekts. Seit vielen Jahren schon hat er von einem staatlichen Lautmuseum geträumt, das wissenschaftlichen, pädagogischen, volkskundlichen und völkerverbindenden Zwecken dienen soll. Kurze Zeit nach Ausbruch des Weltkrieges kam mir der Gedanke,
den unfreiwilligen Aufenthalt der in Deutschland untergebrachten Kriegsgefangenen für lautliche Sprachaufnahmen zu benutzen. Mein Lieblingswunsch, die Stimmen, die Sprachen und die Musik aller Völker der Erde auf Lautplatten festzuhalten, war der Erfüllung nahe. Ich empfand, dass eine so günstige Gelegenheit nach menschlicher Voraussicht nie wiederkehren würde. Um meine Zwecke und Ziele zu erreichen, besuchte ich im Kriegsministerium die Herren Major Wrozek, Referent in der Übungsabteilung, und Oberst Hopf, den Chef der gleichen Abteilung. Wenige Monate später erteilt das Ministerium Dögen grünes Licht für akustische und fotografische Aufnahmen in den Kriegsgefangenenlagern, um systematisch die fremden Sprachen und Mundarten zu erfassen. Wilhelm Dögen und seine Kollegen unterteilen die Weltbevölkerung gemäß dem ideologischen Zeitgeist in verschiedene Rassen. Aus den Sprach- und Musikaufnahmen leiten sie psychologische und morphologische Stereotypen ab, die allerdings meist positiv formuliert sind. Begeistert zählt Dögen in seinem Buch unter fremden Völkern die in den Gefangenenlagern vorhandenen Völkerrassen auf. Aus Frankreich temperamentvolle Franzosen in allen Schattierungen heimatlicher Mundarten, sangeslustige Italiener aus allen Bezirken der Apenninischen Halbinsel, rassige, sentimentale Serben und schwerfällige, gutmütige Großrussen und Weißrussen. Dazu leicht erregbare Polen, eckig muskulöse Litauer, semmelblonde, aufgeweckte Letten und Tatar. Der Erste Weltkrieg fällt in eine Zeit bahnbrechender technischer Neuerungen. Auf manchen Gebieten beschleunigt dieser Krieg die Entwicklung. So hat schon seit der Jahrhundertwende ein neues Medium das Interesse der Massen geweckt, der Film. Noch werden kleine Unterhaltungsstreifen gezeigt. Doch im Verlauf des Ersten Weltkriegs entsteht bei den Kriegsparteien das Bedürfnis, den Film stärker für die nationale Propaganda zu nutzen. In diesem Zusammenhang entsteht als neues Genre der Dokumentarfilm. Der Erste Weltkrieg ist der erste Krieg, in dem die neuen Medien eine wichtige Rolle spielen. 20. Januar 1917. Der Kritiker des Reichsboten schwärmt mitten im Ersten Weltkrieg von einem neuen Film. Das sind keine gestellten Kriegsszenen mehr. Keine Genrebilder aus der Etappe mit kaffeetrinkenden französischen Großmüttern und beschaulich wirtschaftlichen Landsturmmännern. Das ist der ungeschminkte, leibhaftige Krieg. Mitten im Alltag hat man minutenlang dem wirklichen Krieg ins Herz geblickt. Und das Berliner Tageblatt schreibt: Ist dies noch Bild? Nur Bild? Auch die lärmste Fantasie wird fortgerissen und ergänzt diese Abschrift der Wirklichkeit durch das Getöse des Kampfes. Alle Zuschauer schweigen. Keinem kommt es in den Sinn, nach diesen Szenen Beifall zu spenden. Aber es gibt auch keinen, der unbewegt von dannen ginge. Achtung vor dem Kino, dem vielverlästerten. Hier wird es Geschichte. Filmgeschichte. Zum ersten Mal haben deutsche militärische Dienststellen Journalisten offiziell eingeladen, sich ein Werk anzuschauen, das mit dem Prädikat amtlich-militärischer Film aufwarten kann und das als authentische Darstellung einer bedeutenden Schlacht im Westen angekündigt wird. Die Reaktionen, soweit sie in den Zeitungen veröffentlicht werden, entsprechen ganz den Erwartungen der Veranstalter. Das Lob ist einhellig. Hier ist wirklich etwas geschaffen worden, was die Bezeichnung gewaltig verdient. Ein Dokument der großen und schweren Zeit des Weltkrieges. Der Film, der am 19. Januar 1917 in Berlin Premiere hatte, trug den Titel »Bei unseren Helden an der Somme«. Es war der erste Film, den das neu gegründete, beim Auswärtigen Amt angesiedelte Bild- und Filmamt, kurz BUFA, produziert hatte. Es war zugleich der erste Versuch, der schier übermächtigen Bildpropaganda der Alliierten etwas Eigenes entgegenzusetzen. Eine solche Initiative war durchaus vonnöten, denn gerade auf dem Gebiet des Films war die deutsche Propaganda ins Hintertreffen geraten. Das BUFA soll dem abhelfen und nicht zuletzt die Forderungen der deutschen Botschaften in neutralen Staaten nach attraktiven deutschen Filmen erfüllen. Denn hier reüssieren längst die Filme der Entente. Bei
Bei unseren Helden an der Somme ist nun der Versuch, mittels amtlicher Filmproduktion das zu liefern, was die privaten Firmen entweder nicht liefern können oder nicht liefern dürfen, zeitgemäße Filme. Der Film wird allerdings erst spät an das neutrale Ausland geliefert. Harry Graf Kessler, der ihn gern in der Schweiz eingesetzt hätte, beklagt sich mehrmals, dass Kopien noch nicht oder nicht in genügender Stückzahl geliefert würden. Immerhin, die deutsche Vertretung im Osmanischen Reich berichtet, dass gut gestellte Kriegsfilme im Übrigen auch jetzt noch Erfolg haben können, hat unser Somme-Film bewiesen, der allgemein größtes Interesse erregt hat. Schon 1916 ist in London der Dokumentarfilm The Battle of the Somme uraufgeführt und von Publikum und Kritik begeistert aufgenommen worden. Die Londoner strömen in Massen ins Kino. Binnen 2 Wochen hat der Film 1 Million Besucher. Schließlich in ganz Großbritannien, so wird berichtet, 20 Millionen. Der Schriftsteller Henry Rider Haggard beschreibt die Wirkung, die der Film auf ihn hatte. Er zeigt dir, was es heißt zu kämpfen. Das meiner Ansicht nach beeindruckendste Bild ist das eines aus dem Graben zum Angriff herauskletterten Regiments und das des einen Mannes, der tödlich getroffen zurückrutscht. Es liegt etwas Entsetzliches im unmittelbaren Wechsel von grimmiger Aktivität zu gleichgültigem Tod. Mit The Battle of the Somme kommt der Dokumentarfilm in die Welt. Seine inszenierten Szenen beeinträchtigen den Triumph des Konzepts Dokumentation nicht. Es beruht auf authentischen Aufnahmen und der Überzeugung des Publikums, an ihnen mehr zu haben als nur ein Bild vom Geschehen. Sehen, wie es war, wurde zu Wissen, wie es ist. Zur Realität des Krieges gehört die Kriegsgefangenschaft. Wer das Glück hat, an der Front mit dem Leben davonzukommen, ist noch lange nicht gerettet, wenn er in einem Kriegsgefangenenlager landet. Von den 25.000 Kriegsgefangenen in diesem Lager sind 17.000 gestorben. Ich habe viele der Leidensstationen der Gefangenen erlebt. Nizhny Udinsk, Krasnojarsk, das fast noch schlimmer war als Rytensk, wo in einem Winter über die Hälfte der Gefangenen starb, wo die großen viereckigen Gruben der Massengräber einfach offen blieben, bis man sie mit Leichen vollgekippt hatte. Schrieb Elsa Brennström rückblickend über die Zustände in den sibirischen Kriegsgefangenenlagern. Da war Nowonikolajewsk, in dessen Erdbaracken, den Friedhofsbaracken, 2300 Gefangene zusammengepfercht waren. Und als das Frühjahr kam, krochen aus der einen nur noch 70 heraus. 70 von 1.100. Elsa Brennström, Tochter des schwedischen Gesandten in St. Petersburg, kümmerte sich von 1914 bis 1920 zunächst um russische Verwundete, später um deutsche Kriegsgefangene in Russland. Elsa hilft, wo sie kann, sogar als eine Typhusepidemie auch ihr Leben bedroht. Sie besucht die Lager, privat oder im Auftrag des Roten Kreuzes, unermüdlich. Die Gefangenen nennen die junge Frau den Engel von Sibirien. Im Weltkrieg gerieten nach neuesten Schätzungen bis zu 8 Millionen Soldaten in Gefangenschaft. Davon saßen 1 Million in österreichisch-ungarischen, über 2 Millionen in russischen und 2,5 Millionen in deutschen Lagern. Die Haager Landkriegsordnung von 1907 sollte menschliche Behandlung garantieren, doch die Behandlung der Kriegsgefangenen war sehr unterschiedlich. In Ländern, die selbst unter extremer Nahrungsmittelknappheit zu leiden hatten, verhungerten die Gefangenen. Außerdem wurden Gefangene sehr unterschiedlich behandelt, je nachdem, ob sie einfache Soldaten oder Offiziere waren. Der deutsche Offizier Freiherr von Lersner gerät 1914 in französische Kriegsgefangenschaft. Als Offizier wird er in einem separaten Lager untergebracht. Die Zustände dort empören ihn zutiefst. 1916 gelingt es ihm, einen auf Stoffstücken geschriebenen Bericht, eingenäht in eine Reithose, nach Deutschland zu schmuggeln. Sofort an Herrn Ruhl.
streng vertraulich. Ich benütze eine sich bietende Gelegenheit, den deutschen Behörden Unterlagen zu Zuständen in einigen französischen Offiziersgefangenenlagern zu verschaffen. Wie aus folgendem hervorgeht, verbessert sich die Behandlung deutscher Offiziere in manchen Lagern erst langsam. Ja, es kommen sogar jetzt noch immer, nach 2 Jahren, Vorfälle wie die zum Beispiel in Montoise vor, die an die ersten unglaublichen Zustände erinnern. Daher ist der Hass und die Verachtung französischen Wesens im Kreise deutscher kriegsgefangener Offiziere nun gewachsen, und wir sehen, wenn auch mit Bedauern, wie es die französische Regierung bewusst und absichtlich versäumt, eine Kulturaufgabe zu erfüllen, von der wir wissen, dass sie in unserem Vaterlande erfasst wird, nämlich die, in dem Kriegsgefangenen einen Träger und Verbreiter des Kulturzustandes des eigenen Landes zu sehen. Ich muss ferner noch auf den bedauerlichen Umstand hinweisen, dass durch die Äußerungen der englischen wie französischen Presse die Anschauung mit allen Mitteln aufrechterhalten wird, dass die Behandlung der Kriegsgefangenen in Deutschland schlechter ist als in den Ländern der Entente. Wenn auch diese Tendenz in Frankreich jetzt gegenüber früher abgenommen hat, so ist doch unseres Erachtens zu erwarten, dass nach allgemeinem Austausch nach Friedensschluss die Welt mit Schauerromanen aus deutschen Kriegsgefangenenlagern überschüttet wird. Die tatsächlichen oder vermeintlichen Zustände in den Lagern wurden während des gesamten Krieges von der Propaganda aller beteiligten Nationen weidlich ausgenutzt. Doch überall gehörten Zwangsarbeit, Krankheit, Depression, Fluchtversuche, Tod, aber zuweilen auch ein lebendiges Kulturleben zum Gefangenen-Dasein. Die Holzbaracken waren bis über die Fenster eingeschneit, sodass kein Lichtschein in sie fiel. Vielfach übereinander lagen auf den nackten Pritschen bis zu 800 Gefangene, Kranke und Gesunde durcheinander. Elsa Brennström unterscheidet nicht zwischen Offizieren und Mannschaften. Sie will allen helfen. Mühsam gelingt es ihr, Kleidung und Nahrung für Kriegsgefangene in sibirische Lager zu bringen. Mit dem Schmutz und dem Eitergestank der Lebenden mischte sich der Leichengeruch, da die Toten erst nach Tagen aus den Baracken geschleift wurden. Etwa 2500 Leichen lagen wegen der Kälte unbestattet aufeinander. Ratten und Hunde nagten an ihnen. Nach fast 3 Jahren Krieg ändern sich die politischen Verhältnisse in Deutschland. Das sinnlose Sterben an den erstarrten Fronten in Ost und West und die Hungersnot im sogenannten Steckrübenwinter 1916-17 schüren die Unruhe in einem Teil der Linken. Im April 1917 spaltet sich der linke Flügel von der SPD ab und gründet in Gotha die USPD, die Unabhängige Sozialdemokratische Partei. Im Reichstag bilden SPD, Liberale und das katholische Zentrum einen interfraktionellen Ausschuss, der sich für einen raschen Verständigungsfrieden mit den Kriegsgegnern einsetzt. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann erklärt: Meine Herren, auf beiden Seiten werden die leitenden Völker mit Begrüßungen hingehalten, dass nun die endgültige Entscheidung unmittelbar bevorstehe und dass es nur notwendig sei, sich noch ein kleines Weilchen zu gedulden. Darüber sind nahezu 3 Jahre vergangen. Immer wieder heißt es auf beiden Seiten nächstens. Ich halte es für die Pflicht aller klar und ruhig Denkenden in allen Ländern, dieses Spiel, das da mit Völkerleben gespielt wird, aufzudecken, den Regierungen aller Länder zuzurufen, es ist genug. Am 3. März 1918 endet der Krieg an der Ostfront. Russland unterzeichnet den Friedensvertrag von Brest-Litowsk. In Russland ist 1917 der Zar gestürzt worden. Inzwischen haben Lenins Bolschewiki die Macht an sich gerissen. Bei den Mittelmächten Deutschland und Österreich-Ungarn keimt die Hoffnung, dass nun auch der Krieg im Westen zu gewinnen sei. Doch die Situation im Westen hat sich schon 1917 entscheidend verändert. Im Februar 1917 hat das Deutsche Reich den uneingeschränkten U-Boot-Krieg erklärt. Daraufhin sind die USA auf der Seite der Entente in den Krieg eingetreten.
Damit ist ein Sieg der Mittelmächte kaum noch denkbar. Dennoch, das Kriegsende an der Ostfront beflügelt die deutschen Militärs, noch einmal alle Kräfte anzuspannen. Im März 1918 starten sie eine Frühjahrsoffensive, die aber bringt nicht den erhofften Durchbruch. Im September 1918 erkennen Hindenburg und Ludendorff in der obersten Heeresleitung, dass die Lage aussichtslos und der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Aus Angst, dass die innenpolitischen Verhältnisse in Deutschland außer Kontrolle geraten könnten, fordern sie noch im September 1918 einen Waffenstillstand. Für die deutsche Öffentlichkeit völlig überraschend. November 1918, 11 Uhr vormittags. So etwa muss es geklungen haben, das letzte Grollen des Krieges. Dann ziemlich abrupt die Stille. Ein historischer Originalton von diesem Augenblick existiert zwar nicht, aber eine grafische Aufzeichnung, eine Art Tonkurve. Im Ersten Weltkrieg setzten amerikanische Techniker Tonaufnahmen zum Zweck der militärischen Aufklärung ein. Mit mehreren voneinander entfernten Mikrofonen nahmen sie das Artilleriefeuer der gegnerischen Stellung auf und konnten so Erkenntnisse über Entfernung, Intensität und Position des feindlichen Feuers gewinnen. Eine Grafik einer solchen Aufzeichnung vom amerikanischen Frontabschnitt nahe der Mosel zeigt am 11. November 1918 um 11 Uhr 58 Minuten und 56 Sekunden einen lebhaften Ausschlag des Gefechtslärms, dann eine Minute nach 11 Uhr einen glatten, fast durchgehenden Strich. Die Waffen ruhen. Die deutsche Delegation hat gehofft, auf der Basis der 14 Punkte von Präsident Wilson verhandeln zu können. Doch vor allem französische Interessen verlangen eine Kapitulation. Sofortige Räumung von Belgien, Frankreich, Luxemburg sowie Elsass-Lothringen innerhalb von 14 Tagen. Ablieferung von 5.000 Kanonen, 25.000 Maschinengewehren, 1.700 Jagd- und Bombenabwurfflugzeugen, Räumung der Gebiete auf dem linken Rheinufer, die von den Truppen der Alliierten und der Vereinigten Staaten von Amerika besetzt und verwaltet werden, Einrichtung einer 10 Kilometer breiten neutralen Zone auf dem rechten Rheinufer und von drei Brückenköpfen von 30 Kilometer Durchmesser bei Mainz, Koblenz und Köln, die von alliierten Truppen besetzt werden. In Paris, Brüssel, London, in allen alliierten Ländern beginnen mehrtägige Siegesfeiern mit Musik, Paraden und Feuerwerk. Ein belgischer Soldat schreibt nach Hause: Was für ein schöner Tag, der Tag des Waffenstillstands. Das Blutvergießen ist beendet. Das war ein Geschrei, Weinen, Tanzen und Springen. Wir packten uns fest und begannen uns zu küssen, ohne aufzuhören. Und jetzt warten wir auf den Tag des Abzugs, wonach ich mich sehne. Endlich werdet dann auch ihr von den Deutschen befreit. In ein paar Tagen schreibe ich einen anderen Brief, um weitere Neuigkeiten zu schicken. 4 Jahre, 3 Monate und 11 Tage dauerte der Erste Weltkrieg. 8,6 Millionen Soldaten verloren ihr Leben. Außerdem 5,9 Millionen Zivilisten. Angesichts dieses Massensterbens entsteht am Ende des Großen Krieges eine neue Form des Totengedenkens. Nicht vor dem Feldherrn verneigen sich die Repräsentanten des Staates und das Volk, sondern vor dem einfachen, dem unbekannten Soldaten. Am 11. November 1920 wird in Paris und London ein unbekannter Soldat beigesetzt. Ausgewählt nach dem Zufallsprinzip unter den Unbekannten von mehreren Schlachtfeldern, erfährt dieser Leichnam die höchsten Ehren der Nation. Schon auf dem Transport zur letzten Ruhestätte von zahllosen Menschen mit tiefem Respekt begleitet, geraten die Beisetzungen zu bewegenden Feierlichkeiten. Die Times kommentierte: Der unbekannte Soldat ist in einem besonderen Sinn ein Emblem des einfachen Mannes, der Masse des Volkes, das in jedem Zeitalter seinen vollen Anteil in allen unseren Kriegen trug. Zum ersten Mal in der Geschichte der großen Staaten wurde entschieden, diesen Anteil durch die höchsten Ehren,
die Kirche und Staat verleihen können, anzuerkennen. In diesem Krieg, in dem wir zum ersten Mal gezwungen waren, als ganzes Volk zu kämpfen, sind die alten Unterschiede weggeschmolzen und verschwunden. Es war das ganze Volk, die Massen, die Demokratie, die kämpfte, in einem vorher unbekannten Sinn und Ausmaß. Den ersten unbekannten Soldaten folgten in den nächsten Jahren weitere. 1921 in Belgien, Italien, Portugal und den USA. 1922 in der Tschechoslowakei und Jugoslawien. 1923 in Bulgarien, 1925 in Polen, 1926 in Griechenland. Die Schlachten sind geschlagen, im Herbst 1918. Die Toten werden betrauert, Kriegerdenkmale werden gebaut. Aber Hass und Feindschaft sind nicht überwunden, im Gegenteil. Der Friedensvertrag, der im Winter 1918-19 ausgehandelt wird, schürt neuen Hass, neue Feindschaft. Vor allem in Deutschland ebnet der Versailler Vertrag den Feinden der Republik den Weg, da sich die Deutschen dagegen wehren, die Niederlage hinzunehmen. Bei allen Beteiligten hat der Krieg tiefe Spuren hinterlassen. Die einen werden Pazifisten, die anderen sind fasziniert von den Stahlgewittern des Krieges oder sinnen auf Rache. Der mörderische Krieg hat Europa nicht befriedet, im Gegenteil. Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson träumt von einer friedlichen Gemeinschaft der Völker, gestiftet wie symbolisiert durch einen Völkerbund. Als er seine Idee scheitern sieht, warnt er schon 1919: Ich kann mit unbedingter Sicherheit voraussagen, dass es innerhalb einer Generation abermals zum Krieg kommen wird, wenn die Völker der Erde ihn nicht bereits heute durch die richtigen Maßnahmen verhindern. Der Krieg, den wir eben erlebt haben, kann trotz all seiner Schrecken nicht mit jenem Krieg verglichen werden, dem wir uns das nächste Mal gegenübersehen würden. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Der Krieg beginnt mit einer Legende. Als Kaiser Wilhelm II. Am 6. August 1914 zum deutschen Volk spricht, lenkt er von der deutschen Kriegsschuld ab. Die Treue zum Bündnisgenossen Österreich-Ungarn, der um sein Ansehen als Großmacht und um seine Ehre kämpfe, zwinge Deutschland in den Krieg. Der Feind nötige Deutschland und seinen friedliebenden Monarchen zu einem nicht gewollten Waffengang. Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Wilhelm II. In der Pose des Friedfertigen, umringt von Feinden, die ihm den Krieg aufzwangen. Doch wollte er den Krieg tatsächlich nicht? Die Vorgeschichte. Seit 1890 dreht sich das internationale Krisenkarussell und Deutschland streitet um seinen Platz unter den Großmächten, als Militärmacht, als Wirtschaftsmacht, als Kolonialmacht. Seit dem Ende der Bismarckschen Diplomatie ist Europa aufgeteilt in zwei Bündnissysteme. Die Entente mit Großbritannien, Frankreich und Russland auf der einen, der Dreierbund mit Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien auf der anderen Seite. Innenpolitisch spitzt sich die Lage fast überall zu. Der Klassenkampf verschärft sich. Bürgertum und Arbeiterschaft stehen sich feindlich gegenüber. Auch der Adel kämpft um seine bedrohte Vormachtstellung. Schließlich das Wettrüsten. Im Zuge der Industrialisierung werden immer wirksamere und teurere Waffensysteme entwickelt. Deutschland droht, diesen Wettlauf trotz aller Anstrengungen zu verlieren.
Berlin spielt man schon seit Jahren mit dem Gedanken an einen Präventivkrieg. Am 20. Mai 1914 notiert der Staatssekretär im Auswärtigen Amt von Jugo nach einem Gespräch mit Generalstabschef von Moltke: Die Aussichten in die Zukunft bedrücken ihn schwer. In 2 bis 3 Jahren werde Russland seine Rüstungen beendet haben. Die militärische Übermacht unserer Feinde wäre dann so groß, dass er nicht wüsste, wie wir ihrer Herr werden könnten. Jetzt wären wir ihnen noch einigermaßen gewachsen. Es blieb seiner Ansicht nach nichts übrig, als einen Präventivkrieg zu führen. Am 28. Juni 1914 wurde der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo ermordet. Es war der serbische Gymnasiast Gavrilo Princip, der die Schüsse abgab, die die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, wie der Erste Weltkrieg später genannt werden sollte, auslösten. Ein Augenzeuge berichtete: Und schon sah ich dann einen jungen Mann von Weitem, ich war so circa vielleicht 200 Schritte davon, in einer Seitengasse gedrängt und eine Menge Menschen vor mir, sah ich einen jungen Mann aufspringen von der Menge und einen Schuss, habe ich einen Knallen gehört, wie so einen einfachen Knall und gleich wieder einen anderen, einen zweiten Knall. Und da habe ich gesehen, wie der Erzherzog aufgesprungen ist im Auto. Aufgesprungen ist, in dem Moment hat er einen Schuss bekommen und ist zusammengesunken. Die Gemahlin ist nicht aufgesprungen, die ist schon sitzend, hat sie einen Schuss bekommen und ist umgefallen. Erzherzog ist aufgesprungen, hat bekommen einen Schuss in die Schlagader und stürzte auch zusammen. Gavrilo Princip ist Mitglied der Studentengruppe Mlada Bosna, Jungbosnien, die für die Befreiung Bosniens von Österreich-Ungarn kämpft, auch mit gewaltsamen Mitteln. Gegen 10.50 Uhr feuert er die tödlichen Schüsse auf Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gattin ab. Später gibt er seine letzten Gedanken davor zu Protokoll. Sollte ich schießen oder nicht? Ein sonderbares Gefühl veranlasste mich dann doch auf den Thronfolger zu zielen. Und zwar vom Trottoir aus, wo ich stand. Es war keine Kunst, weil das Auto in der Kurve seine Fahrt verlangsamte. Ich war aufgeregt und weiß nicht, wen ich traf und ob ich überhaupt jemanden traf. Österreich-Ungarn nutzt den Anschlag, um Serbien, das als Bedrohung für den Zusammenhalt des Vielvölkerstaates gilt, unter Druck zu setzen. Wien will den Krieg gegen Serbien, um den serbischen Nationalismus als Machtfaktor am Balkan auszuschalten. Allerdings fürchtet der greise Kaiser Franz Josef, Russland könnte den slawischen Brüdern beispringen. Er sucht Beistand in Berlin und bekommt von Wilhelm einen Blankoscheck. Was immer Wien unternehme, Deutschland werde es unterstützen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Die Regierung in Wien wollte den Krieg und nahm das Risiko, einen Weltkrieg auszulösen, in Kauf. Doch wollte auch Wilhelm den Krieg? Der Kaiser schwankt. Wie so oft ist er in den Julitagen des Jahres 1914 unschlüssig. Ein neuer Balkankrieg zur Stärkung des Bündnispartners? Ja. Krieg mit Russland, Frankreich, Großbritannien? Ohne den Blankoscheck für Wien wäre es nie dazu gekommen. Dennoch hat Wilhelm diesen, den großen Krieg, wahrscheinlich nicht gewollt, aber er hat ihn auch nicht verhindert. Während der Julikrise 1914 ist der deutsche Kaiser, wie die meisten Mitglieder seiner Regierung, im Urlaub. Reichskanzler Bethmann-Hollweg trifft in Berlin einsame Entscheidungen und treibt die Welt in den Krieg. Was ihn zu seiner Politik bewog, ob er bewusst in die Katastrophe steuerte, ist unter Historikern umstritten. Fest steht, dass Deutschland maßgebliche Schuld an der Entstehung des Ersten Weltkriegs trug. Am 28. Juli 1914 erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Am 30. Juli ordnet Zar Nikolaus II. Die Generalmobilmachung an. Britische Vermittlungsversuche, die plötzlich auch vom deutschen Reichskanzler unterstützt werden, scheitern an der starren Haltung Wiens. Am 1. August 1914 erklärt Deutschland Russland den Krieg und macht mobil. Herr Oberst, ich kann es mir in dieser schweren Stunde nicht versagen, im Namen der Stadt und ihrer Einwohner, unserem geliebten Regiment, Lebewohl zu sagen.
Schwere Zeiten sind über uns hereingebrochen. Feinde ringsum. Nach 44 Jahren winkt man uns die Waffen in die Hand. Wie ein Mann hat sich Deutschland erhoben und freudig ziehen die Söhne unseres Volkes hinaus. Wir wollen einstimmen in den Ruf. Unser geliebtes Regiment. Hurra! 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 Aber nicht alle jubeln. Meist sind es nur junge Männer aus dem Bürgertum, die begeistert in den Krieg ziehen. Eine Mutter aus einem hessischen Dorf schreibt an ihren Sohn, der gerade seinen Wehrdienst ableistet. Mein liebes Kind, deinen Brief erhalten. Du weißt nicht, in was für einer Unruhe wir hier sind. Heute Mittag wurde geschellt, dass das 18. Armeekorps mobil gemacht hätte. Das war schon gestern Nachmittag hierher telefoniert worden, aber geheim. Was wird das für ein Elend geben, wenn Feindvolk ins Land kommt? Dann sind wir auch dran. Söhne dich doch mit Reinhard aus, wenn du kannst, und du bist morgen noch nicht fort. Tante Anna, ihr Gustav, muss Dienstag auch schon fort, tun, die neue Brücke zu bewachen. Du kannst dir das Elend denken, nun bekommt sie auch noch ein Kind. Albert und Gustav müssen doch auch fort, dann bekommen wir sie alle hierher. Du hättest nun vielleicht besser nicht gelernt. Es müssen auch sonst schon immer Leute fort. Solltest du nun fort müssen und wärst verwundet, so gib doch ein Lebenszeichen von dir, wenn auch von sonst jemand. Im Steinbruch ist ein Österreicher, der hat sich nicht gestellt. Da ist Sohns Otto und Urschels Theodor mit dem Revolver hin und wollten ihn wahrscheinlich holen. Also bitte, lieber Junge, schreibe gleich Nachricht. Und solltest du in Feindesland kommen, keine Gräueltaten verrichten, immer barmherzig, auch gegen den Feind. Denke, dass wir immer an dich denken und vergiss das Beten nicht. Gott allein kann uns helfen. Wenn du was nötig hast, schreibe und auch wo du bist. Der Herr wolle es verhüten, dass es zum Ausbruch kommt. Muss schließen. So sei nun herzlich gegrüßt von deiner Mutter. Auf das Leben in Deutschland. Die Reallöhne sinken, die Preise für Lebensmittel steigen, die Steuern ebenso. Die wehrfähigen Männer scheiden aus der landwirtschaftlichen Produktion aus. Mit Lebensmitteln werden vorrangig die Soldaten versorgt. Die Seeblockade zeigt Wirkung. Massiv wird für Kriegsanleihen geworben. Bereits 1915 kommt es zu ersten Unruhen und Protesten wegen der schlechten Versorgungslage. Ein Jahr später steht in einem Flugblatt: Was kommen musste, ist gekommen. Der Hunger. In Leipzig, in Berlin, in Charlottenburg, in Braunschweig, in Magdeburg, in Koblenz und Osnabrück. An vielen anderen Orten gibt es Krawalle der hungernden Menge vor den Läden mit Lebensmitteln. An der sogenannten Heimatfront bröckelt es. In den Städten kommt es zu spontanen Protesten und organisierten Massendemonstrationen. In Deutschland sterben in den Kriegsjahren etwa 800.000 Menschen. Sterben an Mangel und Unterernährung. Aluminium, Kupfer, Messing, Nickel, Zinn ist genug im Lande. Gebt es heraus, das Heer braucht es. Im Anschluss an die Tatsache, dass jetzt die Kirchenglocken abgenommen und zu Munitionszwecken eingeschmolzen werden, möchte ich noch Verschiedenes schildern, was sich so allmählich während des Krieges eingeführt hat und was einem wahrscheinlich später ganz unglaublich vorkommen wird. Übrigens sind die Kirchenglocken nicht das erste Metall, das in verarbeitetem Zustand eingezogen wird. Geräte aus Kupfer und Zinn haben schon längst daran glauben müssen. Jetzt kommen die Blitzableiter dran. Und vorige Woche habe ich mein ganzes schönes Aluminium-Kupfergeschirr abgeben müssen. 71 Stück sind mir enteignet worden. Ich habe für das Kilo 13 Mark Entschädigung bekommen, was bei dem leichten Gewicht des Aluminiums wenig ist. Ich habe dadurch einen Schaden von ungefähr 3.400 Mark. Und meine Küche ist fast leer, da es schwer ist, Ersatz in Emaillegeschirr zu bekommen. Das Kriegstagebuch einer Dresdnerin aus begütertem Haushalt besteht, wie so viele andere dieser Zeit, aus eingeklebten Zeitungsausschnitten und eingestreuten handschriftlichen Eintragungen. Viele Menschen stellen auf diese Art eine private Chronik der Kriegsjahre zusammen. Es ist eine Zeit, die sie für die Erinnerung festhalten wollen. Die Dresdnerin zieht am 28. Mai 1917 ihre Bilanz. Neben den Meldungen vom Ergebnis des Unterseebootkriegs bis Ende April notiert sie:
Eine große Rolle im täglichen Leben spielen die Lebensmittelmarken und Bezugsscheine. Seit Februar 1915 gibt es Brot- und Milchscheine. Dann kamen von April 1916 ab die Fleischmarken, auf die es pro Person in der Woche ca. 1 Pfund Fleisch gibt. Brot bekommen wir seit April 1917 nur 3 Pfund pro Person in der Woche. Butter gibt es in 4 Wochen pro Person 3/8 Pfund. Das Pfund kostet 3 Mark. Zucker bekommt man für 18 Tage 1 Pfund pro Person. Milch bekommen nur Kinder unter 8 Jahren und Kranke. Kartoffeln, Eier, Seife werden nur noch auf Marken verteilt. Kleider, Schuhe, Strümpfe gibt es nur auf Bezugsschein, ebenso Wäsche. Mehr als 2 Hemden, 3 Paar Strümpfe, 2 Paar Schuhe werden nicht zugebilligt. Kaninfelle abliefern an Händler und Zuchtvereine. Das Heer braucht sie. Der Erste Weltkrieg ist nicht nur ein Krieg der Heere, er ist ein Krieg der Nationen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts ist der Nationalismus in beinahe allen europäischen Völkern zur herrschenden Bewegung geworden. Im Krieg ist die Nation zu einem Kampfbund zusammengeschweißt. Jede Nation will sich abgrenzen von der anderen. Und das fängt in der Sprache an. Man soll national denken, national singen, national sprechen. Ein kleines Vorstadtcafé in der Nähe des Westbahnhofs, das Café Westminster hieß, damit sich die ankommenden Lords so gleich wie zu Hause fühlten, heißt jetzt Café Westmünster. Das ist ein rührender Beweis für den guten Willen, die Notwendigkeiten der veränderten Zeit zu erfassen. Karl Kraus notiert für seine Fackel zahlreiche Beweise solch guten Willens. Material hat er genug. Zigarettenmarken werden nach dem August 1914 vermehrt eingedeutscht. Früher klangvolle Namen mit Assoziationen zu englischer Lebensart scheinen angesichts der aktuellen Politik des perfiden Albion wenig verkaufsfördernd. So heißt die House of Lords genannte Marke bald Herrenhaus. Und der Duke of Edinburgh findet sich als Flaggengala wieder. Selbst das mondäne Gibson Girl, eine Marke für die modisch extravagante und emanzipierte Frau, sucht in dem nun ebenfalls schwarz-weiß-roten Rahmen patriotischer Gesinnung und unter dem Namen Manoli-Wimpel seine Käuferinnen. Was vor Beginn des Ersten Weltkriegs guten Klang besaß, konnte ihn seit dem August 1914 angesichts öffentlich demonstrierter vaterländischer Begeisterung leicht verlieren. Schließlich war es die Zeit der patriotischen Lieder und Hymnen. Auch sie waren nicht immer frei von Nebentönen. God save our Lord, the King, long live our noble King, God save the King, send him victorious, happy and glorious, Lord. God save the King und Heil dir im Siegerkranz, dieselbe Melodie. Doch nicht nur die englische und die preußische Hymne klingen gleich. Die Komposition von Henry Carey, der von 1687 bis 1743 lebte, war ein ausgesprochen erfolgreiches Stück. Zu seinen Tönen wurden im 19. Jahrhundert zahlreiche Hymnen gedichtet. Deutsche Bundesstaaten, aber auch die Schweiz griffen auf Careys Melodie zurück. Der Nationalstolz, oft klang er gleich. Das kann einer Zeit, in der »Man spricht Deutsch« zum Motto von Professoren, Dichtern und Restaurantbesitzern wird, leicht zum Ärgernis werden. Bevor die Filets Wellington oder à la Chateaubriand gänzlich aus der Lebenswirklichkeit selbst gutbürgerlicher Kreise verschwinden, in Deutschland spätestens im berüchtigten Steckrübenwinter 1916/17,
eliminieren die Wirte ihre Namen von der Speisenkarte. Dort firmieren sie nun im Sinne der Augustbegeisterung als Lendenstücke wechselnden neuen Namens. Aus dem Ragout wird das Mischgericht, aus der Sauce Hollandaise die Holländertunke, der Grillruhm verwandelt sich in den Rostraum. Doch Heil dir im Siegerkranz klingt weiterhin nach God save the King. Bis Philipp Gretscher sich daran macht, der preußischen Hymne eine deutsche Melodie zu verschaffen. 1915 veröffentlicht er bei Eugen Diederichs in Jena 4 Kriegslieder. Darunter auch eine Neuvertonung von Heil dir im Siegerkranz, ganz im Geiste der Tradition des deutschen Kunstliedes. Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Vaterlands, Heil Kaiser dir, füll in des Thron. Riesige Heere bestimmen das Geschehen dieses Krieges. Die Soldaten graben sich in die Erde ein und schießen aus allen Rohren. Die Marine spielt in diesem Krieg eine relativ geringe Rolle. Dabei hat die Aufrüstung Kaiser Wilhelms zur See entscheidend zu dem Wettrüsten beigetragen, das schließlich in den Weltkrieg mündete. Im Frühjahr 1916 kommt es dann doch noch zu einer großen Seeschlacht. Längst ist die Kriegsbegeisterung des Jahres 1914 in Missmut umgeschlagen. Und die Deutschen fragen sich, warum tut die Marine nichts? Des Kaisers liebstes Spielzeug, unsere so teuer bezahlte Kriegsflotte. Weshalb wird sie nicht auch in Europa eingesetzt? Hatte der deutsche Kreuzer Emden nicht im Indischen Ozean 22 britische Schiffe vernichtet, bevor er selbst torpediert wurde und sank? War es den U-Booten nicht gelungen, zahlreiche Handelsschiffe des Feindes zu versenken? Das Gefühl aber, überfallen worden zu sein, teilen fast alle Deutschen. Der Kaiser kennt keine Parteien mehr. Auch die Sozialdemokratie bekennt sich zur Verteidigung des Vaterlandes und stellt sich hinter den Kaiser. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. »1900 hat Deutschland 56 Millionen Einwohner, 1914 schon 67,7. Die Lebenserwartung beträgt 40 bis 50 Jahre. Von 1900 bis 1904 sterben, trotz fortentwickelter Medizin, 320.000 Menschen an Cholera, Typhus und Grippe.« »Was ist Atom?« »Ein Apparat, der in hygienisch und technisch vollkommener Weise den Staub aus jedem Gegenstand entfernt.« Staubsaugerwerbung von 1906. Der Staubsauger Atom löst die von der Wissenschaft gestellte Aufgabe der Staubentfernung in vollkommener Weise. Der in dem luftdicht verschlossenen Behälter aufgesammelte Staub kann dann von Zeit zu Zeit in den Müllkasten geschüttet oder verbrannt werden. Die Zeit vor 1914, das Kaiserreich, erschien nach dem Krieg, als die alte Welt untergegangen war, als wohlgeordnet. Aber es war auch eine Zeit des Umbruchs, des Nebeneinander von Tradition und Moderne, von Reichtum und Armut, von Rückständigkeit auf dem Land und Lärm und Hektik in der Stadt. 1903 werden in Berlin durch Omnibusse, Straßenbahnen, Stadt- und Ringbahn 581 Millionen Personen befördert. Auf den Straßen sind Kutschen, aber auch immer mehr Autos. Das Gefühl für Raum und Zeit verändert sich. Der Einzelmensch hört auf, eine Größe für sich zu sein.
Er gleicht einem Getreidekorn, das auf dem Gummiband durch das Lagerhaus gefahren wird. Friedrich Naumann, Pfarrer, Politiker und Publizist, 1911. Damit ändern sich die seelischen Zustände des Menschen. Das alte Ideal, für sich allein zu sein, verblasst und verkümmert. Alle Verhältnisse werden vom Gedanken der Organisation, das ist der Regelung der Menge, durchdrungen. Mit Freunden, die in Paris oder Rom Vorlesungen hören, verknüpft uns das Telefon. Im Münchner Hauptbahnhof harrt der Blitzzug, der auf den Brenner rauscht. Der Schriftsteller Heinrich Eduard Jakob. Und bald wird vielleicht der elektrische Fernseher erfunden sein. Dieser Traum der Liebe, durch den man aus dem Berliner November die Bläue des Ligurenmeeres sehen kann. Oder die Geliebte in einer fernen Stadt. Dampfschiff, Eisenbahn, Telegraph sind gleichsam heimatlos. Sie sind allen Klimaten und sonstigen geografischen Bedingungen zugänglich. Darum machen sie auch heimatlos, lösen vom Boden, geben innerhalb der Erdverhältnisse unendlichen Horizont. Der Historiker Karl Lamprecht, 1912. Trotz des unendlichen Horizonts, die Gesellschaft des Kaiserreichs ist von gläsernen Mauern durchzogen, die Klassen und Milieus trennen. Wie die Familie schlief? Fragt der SPD-Reichstagsabgeordnete Albert Südekum in den 1890er Jahren im Hinblick auf die Wohnverhältnisse der Arbeiter in den düsteren Mietskasernen der Großstädte. Mann und Frau in einem einzigen Bett. Die Kinder wurden auf ausgebreiteten Kleidungsstücken untergebracht und durften erst dann ins Bett kriechen, wenn Vater und Mutter, gewöhnlich vor 5 Uhr morgens, aufgestanden waren. Die kleinsten Kinder waren jeweils in einem Korbe, gelegentlich auch in einem halb aufgezogenen Schub der Kommode gebettet. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist auch auf dem Land groß. Mit 12 Jahren war ich von meinem Vater aus dem Haus geschickt worden. Ich sollte jetzt selber schauen, wo ich Futter für mein hungriges Maul herkriege. Ich ging zu einem der großen Bauern des Dorfes. Erinnerungen eines württembergischen Tagelöhners um 1910. Die Arbeit war hart. Es gab keine Maschinen. Die ganze Kornernte wurde noch mit der Sichel geschnitten. Morgens um 3 ging es hinaus aufs Feld. Insgesamt haben sich, mit regionalen Unterschieden, die Lebensbedingungen in Deutschland seit Anfang des 19. Jahrhunderts allerdings verbessert. Dennoch grassiert im Bürgertum die Revolutionsfurcht. Das Ausmaß der gesellschaftlichen Ungleichheiten wird zunehmend als Problem wahrgenommen. 1848 war das Bürgertum noch für liberale Werte und Demokratie eingetreten. Nun schottet es sich nach unten zur Arbeiterklasse ab, ohne Einfluss auf die Macht im Staate zu haben. Es werde Licht. Die Jahrhundertwende wird von vielen Zeitgenossen als Übergang in ein neues technisches Zeitalter gesehen. Das Jahrhundert der Dampfkraft wird abgelöst vom elektrischen Jahrhundert. Die ersten Stromversorgungswerke entstehen 1882 in London und New York. Bald sind elektrisch beleuchtete Schaufenster auch in Paris zu sehen. Dort ist auf der Weltausstellung 1900 der Elektrizitätspalast eine der Hauptattraktionen. 5000 Glühlampen erzeugen die Illusion eines zweiten Sternenhimmels. Der Elektrizität wird fast alles zugetraut. Die Elektrizität wird jedem Einzelnen das Quantum Kraft liefern, das er für seine Zwecke braucht, schrieb die Frankfurter Zeitung schon 1891. Und dadurch befreit sie ihn aus der drückenden Knechtschaft des Großbetriebes und der Schablone. Die Zukunft scheint rosig, und doch droht fern am Horizont schon lange der Krieg. Deutschland treibt eine aggressive Politik und stellt sich gleichzeitig als Unschuldslamm dar, das nichts weiter will als den Platz an der Futterkrippe, der ihm als Großmacht zustehe. 5 Tage nach Kriegsbeginn bringt Wilhelm diese Haltung noch einmal zum Ausdruck. Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Musik.
Die ersten Kriegstage verlaufen für die deutsche Armee durchaus nach Plan. Einem Plan, den der ehemalige Generalstabschef Alfred Graf von Schlieffen in seinen Grundzügen schon 1905 ersonnen hat. Schlieffen ging davon aus, dass bei einem Zwei-Fronten-Krieg die Armee des russischen Zaren nicht sofort einsatzbereit sein würde. Die Zeit soll genutzt werden, um an der Westfront Frankreich zu besiegen. Doch der Plan geht nicht auf. Mit 1,5 Millionen Mann zieht Wilhelms Armee zwar wie geplant, wenngleich völkerrechtswidrig, durch Belgien nach Frankreich, trifft dort aber auf unerwartet heftigen Widerstand. An der Marne kommt der deutsche Vormarsch zum Stillstand. Im Osten steht zur selben Zeit ein nur relativ kleines Heer von 170.000 Mann. Da kommen die Russen, schneller und stärker als erwartet. Wie eine Dampfwalze rollen die Truppen des Zaren, etwa 650.000 Mann, in Richtung Berlin. Die Kosaken kommen, hallt der ängstliche Ruf der Menschen durch Ostpreußen. In heller Panik fliehen sie Richtung Westen. Der Krieg an der Ostfront droht schnell in einem Fiasko zu enden. Währenddessen lebt Paul von Hindenburg seit 1911 in Hannover im Ruhestand. Zuletzt war er kommandierend, 1915 zu Ende geht, sind 35.000 Deutsche gefallen. Die alliierten Verluste sind etwa doppelt so hoch. Orte sind ausradiert, Straßen und Brücken zerstört, Bauernhöfe vom Erdboden verschwunden, die Landschaft ist verwüstet. Die Erde von Flandern ist blutdurchtränkt. Nur eine Pflanze überlebt die Verwüstung und blüht sogar noch auf Schlachtfeldern und zwischen den unendlichen Reihen schlichter Holzkreuze auf. Der Klatschmohn. Poppies. Der kanadische Arzt John McCrae verliert bei dem deutschen Angriff seinen besten Freund. Voller Trauer schreibt er sein Gedicht über die Felder von Flandern, wo der Klatschmohn blüht und den Verzweifelten die Hoffnung gibt, dass das Leben dennoch weitergeht. Take up our quarrel with the foe. To you from failing hands we throw the torch. Be yours to hold it high. If ye break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow in Flanders fields. Nach Kriegsende wurden die Poppies dank der Veröffentlichung des Gedichtes von John McCrae in der englischsprachigen Welt zum Symbol für den Ersten Weltkrieg. Am 11. November 1921 wurde in England zum ersten Mal in Erinnerung an das Kriegsende der Poppy Day gefeiert. Und noch heute ist es in Großbritannien und Kanada üblich, sich an jedem 11. November, dem Remembrance Day, eine Mohnblume aus Papier ans Revier zu heften, um derer zu gedenken, die im Großen Krieg ihr Leben ließen. Nie zuvor sind so viele Menschen in den Krieg geschickt worden. Nie zuvor sind die Gesellschaften in Europa so sehr für den Krieg mobilisiert worden. Der Erste Weltkrieg ist der erste totale Krieg der Weltgeschichte. Wichtiger denn je ist die Propaganda, um die Unterstützung der Massen an der Front und in der Heimat zu sichern. Um die Angst vor den Gegnern zu schüren, werden ihnen Gräuel angedichtet und es werden Gerüchte gestreut. So verbreitet die deutsche Propaganda Angst vor den sogenannten Front-Tireur. Franc-Tireur verstand man Freischärler in Zivil, Männer und Frauen jeden Alters, die unsichtbar aus dem Hinterhalt Soldaten angriffen oder sie gefangen nahmen und ermordeten. Sie hätten, so die in der Truppe verbreiteten Gerüchte, Soldaten in den Dörfern zunächst freundlich und friedlich empfangen, dann aus dem Hinterhalt beschossen, vergiftet und sogar verstümmelt.
Die deutschen Soldaten reagierten nervös und unkontrolliert. Schüsse lösten Panik aus. Die Soldaten schossen wild um sich, auch auf eigene Kameraden. Man lastete dies den Franc-Tireur an. Er schoss willkürlich die Bewohner der besetzten Dörfer und Städte oder trieb sie in ihre Häuser und steckte sie in Brand. Offiziere befahlen zur Abschreckung, Geiseln zu erschießen. Ihr Belgier, habt unseren Soldaten die Nasen, Ohren, Augen und Finger abgeschnitten. Dafür werdet ihr erschossen, soll ein deutscher Offizier laut eines späteren belgischen Untersuchungsberichtes gerufen haben. Auch der Kaiser glaubt den Gerüchten. Soldatenzeitungen schüren Ängste. Briefe von Soldaten belegen die Furcht und offizielle Bekanntmachungen schüren sie weiter. Einwohner, wir führen nur Krieg gegen die feindliche Armee und nicht gegen die Einwohner. Trotzdem sind die deutschen Truppen häufig durch Personen angegriffen worden, die nicht zur Armee gehören. Man hat die scheußlichsten Grausamkeiten nicht nur an unseren Truppen, sondern auch an unseren Verwundeten und Ärzten verübt, die sich unter dem Schutz des Roten Kreuzes befinden. Als Strafmaßnahmen werden Hinrichtungen von Geiseln sowie die Zerstörung von Dörfern angedroht und durchgeführt. Recherchen von Historikern in den Archiven verschiedener Länder ergaben später, dass es größere Aktivitäten von Franc-Tireuren nicht gegeben habe. Aber mehr als 6.500 Zivilisten kamen beim deutschen Einmarsch in Belgien ums Leben, unter ihnen Jugendliche, Priester, Frauen. Zehntausende flohen vor den deutschen Truppen nach Holland und Frankreich. Tausende wurden zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert. Dörfer wurden niedergebrannt, systematisch geplündert, große Teile der alten Universitätsstadt Löwen zerstört. Die Bibliothek der Stadt ging in Flammen auf, ebenso die Kathedrale. Die gegnerische Propaganda macht sich die deutschen Kriegsgräuel zunutze. Abbildungen von einem Jungen, der mit einem Holzgewehr in der Hand hingerichtet wird, von abgetrennten Brüsten, von aufgeschlitzten Frauenleibern, aus denen die Gedärme hervorquellen, von einem kleinen Mädchen, das seine abgeschlagene Hand beerdigt. Immer wieder abgetrennte Hände, Füße, Finger. Massenpsychologisch wirksam inszenierte Schreckensbilder, die man in Belgien kannte. Ähnliche Grausamkeiten wurden den belgischen Kolonialtruppen in Afrika vorgeworfen und konnten nun kollektiv entlasten, indem sie den deutschen Besatzern vorgeworfen wurden. Die deutsche Propaganda greift auf ähnliche Motive zurück. Ein Franc-Tireur im Arztkittel mit rotem Kreuz, der den abgeschlagenen Kopf eines deutschen Soldaten in der Hand hält. Russische Soldaten, die in Ostpreußen vergewaltigen, plündern, morden. In Deutschland melden sich am 4. Oktober 1914 Intellektuelle mit einem Aufruf an die Kulturwelt zu Wort. An die Kulturwelt. Wir als Vertreter deutscher Wissenschaft und Kunst erheben vor der gesamten Kulturwelt Protest gegen die Lügen und Verleumdungen, mit denen unsere Feinde Deutschlands reine Sache in dem aufgezwungenen schweren Daseinskampfe zu beschmutzen trachten. Es ist nicht wahr, dass Deutschland diesen Krieg verschuldet hat. Es ist nicht wahr, dass wir freventlich die Neutralität Belgiens verletzt haben. Es ist nicht wahr, dass eines einzigen belgischen Bürgers Leben und Eigentum von unseren Soldaten angetastet worden wäre, ohne dass die bitterste Notwehr es gebot. Denn wieder und immer wieder, allen Mahnungen zum Trotz, hat die Bevölkerung sie aus dem Hinterhalt beschossen, Verwundete verstümmelt, Ärzte bei der Ausübung ihres Samariterwerkes ermordet. Karl Kraus bezeichnete den Aufruf später als geistigen Kriegsbeginn. Die 93 Intellektuellen hätten keine Lüge gescheut, um darzutun, dass Deutschland verleumdet werde. Schriftsteller, Philosophen, Ökonomen, Naturwissenschaftler und Künstler unterschreiben. Sie präsentieren sich als Vertreter des deutschen Kulturvolkes. Es ist nicht wahr, dass unsere Kriegsführung die Gesetze des Völkerrechts missachtet. Im Osten aber tränkt das Blut der von russischen Horden hingeschlachteten Frauen und Kinder die Erde, und im Westen zerreißen die Dum-Dum-Geschosse unseren Kriegern die Brust. Sich als Verteidiger europäischer Zivilisation zu gebärden, haben die am wenigsten das Recht,
die sich mit Russen und Serben verbünden und der Welt das schmachvolle Schauspiel bieten, Mongolen und Neger auf die weiße Rasse zu hetzen. Es ist nicht wahr. Die 93 deutschen Intellektuellen folgen dem Rassismus der völkischen Bewegungen, stilisieren den Krieg als Kulturkampf, präsentieren den Militarismus als Schutz der deutschen Kultur und beenden den Aufruf damit, dass dem deutschen Kulturvolk und ihnen als Repräsentanten das Vermächtnis eines Goethe, eines Beethoven, eines Kant ebenso heilig ist wie sein Herd und seine Scholle. Karl Kraus bemerkte: Man delektiert sich aller Orten am Glück der Lüge. Vollends der Lüge, der ihr das Hochgefühl einer kulturellen Verantwortung verschafft. Tagebuchaufzeichnungen, Briefe, Publikationen belegen, dass der Aufruf an die Kulturwelt die Zweifel vieler Intellektueller zerstreute und dass er auch die deutsche Zivilbevölkerung erreichte, die vom Kriegsverlauf enttäuscht war. Die deutschen Truppen werden in Belgien zurückgeschlagen. Der verlustreiche Stellungskrieg fängt an. 1915 beginnt die Bevölkerung unruhig zu werden. Der Krieg hat zunehmend Auswirkungen. General des 4. Armeekorps in Magdeburg. Inzwischen ist er zwar fast 67 Jahre alt, doch sehnsüchtig wartet er auf ein Zeichen aus Berlin. Der Soldat in mir wurde in seiner nunmehr alles beherrschenden Kraft wieder lebendig. Würde mein Kaiser und König meiner bedürfen? Gerade das letzte Jahr war ohne eine amtliche Andeutung dieser Art für mich vorübergegangen. Jüngere Kräfte schienen ausreichend verfügbar. Ich fügte mich dem Schicksal und blieb doch in sehnsuchtsvoller Erwartung, schrieb Paul von Hindenburg später in seinem Buch »Aus meinem Leben«. Am 22. August 1914, gegen 15 Uhr, erhält er endlich das Telegramm, das er herbeigesehnt hat. Seine Antwort ist knapp. »Bin bereit.« An Hindenburgs Seite steht Generalmajor Ludendorff. Gemeinsam wenden sie das Blatt und sorgen für den ersten großen deutschen Sieg im Weltkrieg, dem an der Ostfront weitere folgen werden. Soldaten der 8. Armee, die vieltägigen heißen Kämpfe auf den weiten Gefilden zwischen Allenstein und Neidenburg sind beendet. Ihr habt einen vernichtenden Sieg über 5 Armeekorps und 3 Kavalleriedivisionen errungen. Mehr als 90.000 Gefangene, ungezählte Geschütze und Maschinengewehre, mehrere Fahnen und viele sonstige Kriegsbeute sind in unseren Händen. Die geringen, der Einschließung entronnenen Trümmer der russischen Narew-Armee fliehen nach Süden über die Grenze. Die russische Wilner-Armee hat von Königsberg her den Rückzug angetreten. Fortan war Paul von Hindenburg der Held von Tannenberg. Und die deutsche Propaganda nutzte die russische Offensive, um den Defensivcharakter des Krieges hervorzuheben. Es gelte, das Vaterland vor den russischen Horden zu schützen. Das war Hindenburg bei Tannenberg und in den nachfolgenden Schlachten triumphal gelungen. An der Heimatfront entstand ein wahrer Kult um Hindenburg, den Retter Ostpreußens, den Russenschreck, den Retter des Vaterlandes. Kitsch und Tann trug seinen Namen und sein Bild. Straßen und Plätze wurden nach ihm benannt. Mit hölzernen Hindenburg-Statuen wurde für Kriegsanleihen geworben. Weihnachten 1914. Die Waffen schweigen, fast an der ganzen Westfront, von der Nordsee bis in die Schweiz. We not shoot, you not shoot. Es gibt Fotos von dieser besonderen Waffenruhe, bei der sich die feindlichen Soldaten im Niemandsland trafen, um Geschenke auszutauschen, um sich zu unterhalten, um gemeinsam zu feiern, ja sogar um Fußball zu spielen. Um 9 Uhr abends werden die Bäume angesteckt und aus mehr als 200 Kehlen klingen die alten deutschen Weihnachtslieder. Dann setzen wir die brennenden Bäume ganz langsam und sehr vorsichtig oben auf die Grabenböschung, schrieb ein deutscher Soldat nach Hause. Ein Foto, grau in grau, dokumentiert die Verbrüderung sächsischer und britischer Soldaten, aufgenommen nahe dem belgischen Ypern, einem erbittert umkämpften Frontabschnitt. Die Soldaten sind müde, erschöpft und desillusioniert. Junge Gesichter, in denen nichts mehr von der Kriegsbegeisterung zu sehen ist, mit der sie im August in den Krieg gezogen sind.
Auf beiden Seiten herrschte eine Stimmung, dass endlich Schluss sein möge. Wir litten doch alle gleichermaßen unter Läusen, Schlamm, Kälte, Ratten und Todesangst, schrieb ein britischer Soldat in die Heimat. Ein anderes Foto. Deutsche und britische Offiziere, die gemeinsam in die Kamera blicken, ein seltener Moment. Meist geht die Initiative zur Verbrüderung von einfachen Soldaten oder Unteroffizieren aus. Höhere Offiziere erfahren davon erst mit Verspätung, müssen erst an die Front fahren, um zu sehen, was auch später in der Heimat kaum jemand glauben will. Heiligabend 1914. Einzelne Soldaten machen sich unbewaffnet auf den Weg durchs Niemandsland, bitten um einen Waffenstillstand, um die Gefallenen begraben zu können. So beginnt an vielen Stellen die Fraternisierung von unten. Es war richtig voller Menschen. Sie tauschten Geschenke aus, die sie aus ihren jeweiligen Ländern bekommen hatten. Fast überall an der Westfront ähnliche Szenen. Vor allem zwischen Deutschen und Briten, seltener zwischen Deutschen und Franzosen. Die Soldaten sind des Tötens müde. Falls wir schießen mussten, sprachen wir ab, sollte zunächst in die Luft geschossen werden. Vorherrschend war das innere Gefühl, und das spürten wir bei den anderen eben auch. Macht Schluss. Was ich vor ein paar Stunden noch für Wahnsinn hielt, konnte ich jetzt mit eigenen Augen sehen. Zwischen den Schützengräben stehen die verhassten und erbitterten Gegner um den Christbaum und singen Weihnachtslieder. Diesen Augenblick werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Weihnachten 1915 wiederholt sich das Wunder an einzelnen Frontabschnitten. Von Weihnachten 1916 sind keine Verbrüderungen mehr bekannt. Das Kriegsjahr 1915 beginnt, wie das alte Jahr zu Ende ging. Stellungskrieg an der Westfront. Der deutsche Angriff steckt nach wie vor in Nordfrankreich und vor allem im belgischen Flandern fest. In Flanders fields the poppies blow, between the crosses, row on row, that mark our place. And in the sky the larks still bravely singing fly, scarce heard amid the guns below. Flandern zu Ostern 1915. Der kanadische Arzt John McCrae kritzelt nach der Schlacht bei Ypern ein Gedicht in sein Notizbuch, das später im britischen Punch Magazine veröffentlicht und ungeahnte Wirkung haben wird. In Flanders Fields. We are the dead. Short days ago we lived, felt dawn, saw sunset glow, loved and were loved, and now we lie in Flanders fields. Im September 1914 war der deutsche Vorstoß an der Marne zum Stillstand gekommen. Die deutsche Generalität hatte den Traum vom schnellen Sieg über Frankreich begraben müssen. Nur in Belgien, von Deutschland ohne Kriegserklärung überfallen, ging es noch voran. Bis November waren Antwerpen, Brügge und andere belgische Städte in deutscher Hand. Doch bei Ypern wurde der deutsche Angriff am 3. November gestoppt. Ein langer Stellungskrieg drohte. John McCrae ist Angehöriger der kanadischen Streitkräfte, die in Flandern an der Seite Großbritanniens kämpfen. Im April 1915 versucht Deutschland, die Initiative zurückzugewinnen. Die 4. und 6. Armee sollen bei Ypern den Durchbruch erzwingen. Jedes Mittel ist der deutschen Führung recht. In Deutschland hatte der renommierte Chemiker Hans Haber schon seit Kriegsbeginn an der Entwicklung völkerrechtlich verbotener chemischer Kampfstoffe gearbeitet. Zunächst war an einen praktischen Einsatz nicht gedacht worden. Als der Krieg aber nicht den erhofften Verlauf nahm, änderte Kriegsminister Falkenhayn seine Meinung. Die Generäle zögerten zunächst, doch... Ich muss gestehen,
dass die Aufgabe, die Feinde vergiften zu sollen, wie die Ratten, mir innerlich gegen den Strich ging, wie es wohl jedem anständig fühlenden Soldaten so gehen wird. Aber durch das Giftgas konnte vielleicht Ypern zu Fall gebracht werden, konnte ein Feldzug entscheidender Sieg errungen werden. Vor solchem hohen Ziel mussten alle inneren Bedenken schweigen, notierte der kommandierende General des 6. Armeekorps, Berthold von Deimling, später in seinen Memoiren. Am 22. April 1915 greifen die Deutschen zum ersten Mal eine britische Stellung mit dem von Haber entwickelten Chloringas an. Die Briten sind völlig unvorbereitet. 10.000 Soldaten sterben in den Giftgasschwaden. Der entscheidende Durchbruch gelingt den deutschen Truppen dennoch nicht. Als die Ypern-Offensive am 25. Mai 1915